all. Es hat so ein bisschen was von Beichte, oder? Stimmt, ja. Das ist jetzt deine Confession, Henning. Pass auf, ich droppe einen Beat. Den hörst du nicht. Aber der ist fett, sage ich immer. Ich weiß gar nicht, ob die Leute ihn auch fett finden. Und dann mache ich meine Ansage und sage: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum heutigen Hochkultur-Podcast. Mein Gast ist ein junger Mann, der es geschafft hat, von der Straßenmusik bis in die größten Hallen und Bühnen des Landes und international zu spielen in den letzten paar Jahren. Er ist ein sehr andächtiger Mensch, der viele Themen behandelt, auch in seinem Social Media Live, und sich in viele Sachen einmischt, seine Meinung dazu gibt, sich dem öffentlichen Diskurs stellt zu Themen. Ich weiß ihn sehr zu schätzen für das, was ich im letzten Jahr von ihm online mitgekriegt habe, und vor ein paar Wochen durften wir uns persönlich kennenlernen, haben einen netten Abend miteinander verbracht. Heute Abend ist er hier, Henning May von Annemai Kanterei, meine Damen und Herren. Hallo, hallo, danke, dass ich hier sein darf, ich freue mich sehr. Ja, Mann, sehr, sehr cool, dass das geklappt hat, auf jeden Fall. Wir haben uns neulich das erste Mal bei dir abends getroffen, du hast mich eingeladen, das war ein sehr entspannter Abend. Wir haben irgendwie 6 Stunden, wir haben uns hingesetzt und einfach 6 Stunden geredet. Irgendwann waren wir so auf, okay, wir sind verdammt stoned. Und ja, und ich muss sagen, unsere geteilte Vorliebe für eine bestimmte Limonade mit Mango-Geschmack, das hat mich echt geflasht. Also ich kenne wirklich keinen anderen, der die trinken kann. Voll, wir wollen natürlich kein Product Placement machen, aber manche Leute wissen, wovon wir reden. Das ist ein nostalgischer Flash auf jeden Fall. Ja, Mann, ey, wie geht's dir? Mir geht's ganz gut. Zeit. Ich war jetzt zweimal in Quarantäne, das war komisch und ist so, ich glaube, jetzt hat ja vielleicht jeder schon mal so eine Erfahrung gemacht, dass man irgendwie Kontakt zu einer positiv getesteten Person hat oder vielleicht auch selber positiv getestet wurde oder auch einfach Symptome hat und irgendwie sich da freiwillig in Quarantäne begibt. Ja. Und ich finde es schon verrückt. Also auch dann irgendwie so mit dem Gesundheitsamt telefonieren und mit Freunden dann telefonieren. Und die haben dann gecheckt immer, ob du zu Hause bist. Und ja, die haben auch nochmal angerufen, gefragt, ob ich Symptome habe und so. Kamen die auch vorbei? Nee, die kamen nicht vorbei. Also es gibt wohl auch so Tests, dass sie dann vorbeikommen und einen Abstrich machen. Ich weiß nicht genau, wann das passiert. Man kriegt ja auch immer so viele Informationen dann. Also ich habe irgendwie noch gecheckt, dass ich halt auf jeden Fall eine Zeit lang Kategorie 2 war. Okay. Und dass es wohl dann noch Kategorie 1 gibt, also die höchste Stufe der Quarantäne. Ja, und ich finde vor allem, also dieses so, ich habe überhaupt kein Problem damit, alleine zu Hause zu sein, aber so gezwungenermaßen, ja, sich nicht rausbewegen zu können und dann irgendwie mir auch irgendwie einen Einkauf bringen zu lassen und so. Und ja, auch irgendwie komische Situationen mit Nachbarn haben. Ja? Also ja, weil das dann so, keine Ahnung, ich habe mich dann, ich sollte ein Paket annehmen und habe mich dann direkt gefragt, darf ich das jetzt machen? Oh. Weil das steht dann ja bei mir rum und ist kontaminiert. Und irgendwie, das fand ich verrückt. Und man muss dann ja auch immer irgendwie viel schieben und führt unangenehme Telefonate und dann macht sich ja bestimmt auch irgendein Familienmitglied immer Sorgen. Ja. Also hast du dir selber Sorgen gemacht? Also wie präsent ist die Angst, selber krank zu werden? Oder wie groß ist die? Ich habe ehrlich gesagt, da vielleicht hatte ich da so unterbewusste Stressängste oder so. Ich habe vor allen Dingen krass Schiss gehabt. Das habe ich wirklich gemerkt, Leute anzustecken. Hm. Weil ich dachte, okay, ich habe anscheinend irgendwie, also ich bin bisher auch nur negativ getestet worden, aber ich war mir halt eine Zeit lang nicht sicher und dann dachte ich, okay, ich habe jetzt keine Symptome, aber was ist denn, wenn ich jetzt wen anstecke und hatte einen ganz schweren Krankheitsverlauf und dann liegt irgendjemand, weil wir uns getroffen haben, im Krankenhaus. Ja. Und das hat mich irgendwie schon krass gestresst. Ja, und wenn man das mal irgendwie multipliziert, nicht nur wir sind ja Personen der Öffentlichkeit, wo jede Meinung auch immer dann dementsprechend multipliziert rauskommt. Und du hast ja bestimmt als jemand, der oft zu gesellschaftlichen Themen was sagt, auch super viele Messages gekriegt von Leuten, die gesagt haben, ey, das ist doch alles eine Verarschung, sag das jetzt allen Leuten mal, nutz mal deine Sprache, um allen zu sagen, Masken sind scheiße und dieses und jenes. Wie bist du mit dieser Zeit gerade jetzt umgegangen oder was hast du für Erfahrungen gemacht in dieser Zeit, wo so viele Leute auf einmal extreme
in Extreme abgeschweift oder irgendwie reingekommen sind. Gerade Leute oft, von denen ich es nicht erwartet hätte, die jetzt so wirklich so deren Lebensaufgabe gerade ist, quasi Leuten zu sagen, dass Maskentragen falsch ist. Und alles, was damit zusammenhängt. Ja, ich habe erstaunlich viele so Momente, würde ich sagen, wo mir begegnet, dass Leute das gar nicht verstehen und einfach auch, ich würde sagen, am häufigsten ist mir dieses Grippegleichnis begegnet, dass man einfach sagt, ey, es sterben irgendwie so und so viele Leute an Grippe und dieses und jenes. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass wenn Menschen das so stark ablehnen, dass man vielleicht auch mit einer Maske andere schützen kann oder sich selbst, dass es dann auch nicht hilft, irgendwie zu sagen, okay, wir haben ca. 9000 Intensivbetten und irgendwie in Berlin sind jetzt meinetwegen gerade, glaube ich, so 2000 Leute infiziert und da gibt es nicht so viele schwere Verläufe, aber das sind jetzt keine unendlichen Zahlen an Leuten, die schwere Verläufe haben dürfen. Und das ist irgendwie schon serious. Ich bin da ehrlich gesagt oft gescheitert in so Diskussionen. Ich bin auch geschwankt zwischen provozieren und total verständnisvoll sein. Also weil man ist dann ja auch irgendwann so, okay, das klappt gar nicht und dann machen wir noch alle Extreme einfach probieren. Genau, so, einfach so 360. Wenn die Argumente nicht helfen, dann einfach nur noch zustimmen. Genau. Ja, voll. Aha, cool. Mhm. Ich verstehe dich. Nee, es und ich habe vor allen Dingen auch das Gefühl, dass viele ältere Menschen, die ich kenne, die jetzt vielleicht auch schon im Rentenalter sind, dass, würde ich sagen, im üblichen Lebensentwurf Rente auch irgendwie, keine Ahnung, ab und zu mal ein guter Urlaub dabei ist, man will ja noch irgendwie was von der Welt sehen und dass diese Mobilität nicht mehr da ist, das wird irgendwie nicht akzeptiert und irgendwie aus meinem Bekannten- und Freundeskreis machen gerade vor allen Dingen noch die Älteren bestimmte Arten von Reisen irgendwie und da finde ich es auch immer sehr schwer, irgendwie ein gutes Gespräch aufzubauen, muss ich sagen. Hm. Bist du gereist dieses Jahr? Hat's dich, also abgesehen von deinen Quarantänezeiten, wenn du Zeit hattest, ich zum Beispiel hatte irgendwie super viel Zeit und zwischendurch immer mal wieder, hey, vielleicht einfach mal ein Haus irgendwo mieten auf irgendeiner Insel, hier, weißt du, in Spanien oder so und dann mit Jungs dahin fliegen, da Musik machen. Aber ich habe es einfach nicht gemacht, weil irgendwie Reisen für mich gerade mega unattraktiv wirkt. So. Also ich bin im Januar vor Corona, okay. Also ich war seit Corona war ich in der Eifel. Ne, das war's. Ich war aber heute, Entschuldigung. Ich war dieses Jahr schon halt im Januar in Los Angeles. Und da habe ich das erste Mal in meinem Leben Basketball live gesehen. Nice. Die Lakers gegen die Cavaliers. Wow. Und irgendwie LeBron spielen sehen, das war verrückt. Ja. Und genau, ich habe da auch so eine... War Kobe da noch am Leben? Da war Kobe noch am Leben. Ja, hat er gespielt? Ich glaube tatsächlich nicht. War der nicht noch verletzt auch? Ich weiß, so tief bin ich nicht in dem Basketball-Ding drin, aber der ist auf jeden Fall in 2020 gestorben, ne? Und ich vielleicht auch erst im Februar oder so. Ich krieg's gerade nicht zusammen. Das war die letzte Großveranstaltung, auf der ich war, dieses Basketballspiel. Wow. Ich finde verrückt mit Amerika und den USA, ne? Also ich ist schon so ein bisschen ein aufregender Ort gewesen für mich und jetzt irgendwie ein sehr unattraktiver, also oder ein sehr chaotischer Raum irgendwie, den man nicht so gerne betreten will eigentlich fast. Und also ja, geht mir auch so. Auf jeden Fall auch gerade nicht so viel. Ja, auch gerade natürlich auch wegen dem, wie sich
da das ganze Corona-Thema entwickelt hat. Und das war für mich auch immer so der Indikator, weil irgendwie, ich finde, man muss sich ja irgendwie dann auch als Person der Öffentlichkeit immer an anderen Personen der Öffentlichkeit orientieren. Weißt du, wenn jetzt irgendwie alle meine favorite Radio-Hosts, weißt du so, und Personen, ja, ja, die ich glaube, irgendwelche von Ebros, Charlemagne's, Joe Rogan's, Andrew Schulz, weißt du, sind die Typen irgendwie, ich finde, so, alle haben so diesen Konsens, ey, wir wissen es alle nicht besser, ob es jetzt irgendwie, klar, es ist, sind das drastische Maßnahmen, die gerade für die ganze Welt getroffen werden, aber ich gerade kann die Konsequenzen so nicht abwägen, was es in irgendeine Richtung heißt, weißt du, ich kann es nicht abwägen, was, wenn man sagt, so, okay, trotzdem ist alles jetzt wieder normal, wie viele Leute denn sich infizieren, ich kann aber auch nicht abwägen, wenn jetzt wieder Shutdown nach Shutdown kommt, wie viele Leute ihre Existenzen verlieren. So Selbstmordrate ist auf jeden Fall in Amerika tierisch hochgestiegen, was hier, glaube ich, nicht so krass ist, weil das soziale Netz einen viel besser auffängt hier. Aber irgendwann werden ja auch alle Kassen leer sein, ne, wenn es so weitergeht. Ja. Yeah. Aber man kann schon echt blessed sein, dass man in Deutschland ist, was das angeht, finde ich. Also ich finde das so verrückt manchmal, weil irgendwie, keine Ahnung, dann irgendwie, ob man sich jetzt Neuinfektionen anguckt, irgendwie 18 auf 100.000 und irgendwie in Spanien sind es 140 auf 100.000. Und dann, ja, auch dieses, ich schaue auch gern so, so Ami-Nachrichten. Hm. Und was ja irgendwie, also wie die sich beleidigen, das kennt man irgendwie gar nicht aus Deutschland und was die sich da so an den Kopf werfen und, ja, ich habe schon auch nochmal einen etwas, ich würde nicht sagen besorgt, sondern eher etwas, einen etwas düsteren Blick in die Zukunft. Wie ist das bei dir? Würdest du sagen, du, weil das hat sich ja auch, also es haben sich ja irgendwie in verschiedenen Themen irgendwie Leute gefunden. Ja, so. Total. Es ist so viel passiert dieses Jahr, ne, von dem, finde ich, von der, einmal diese Solidarität, die ja erstmal die Gesellschaft auch gezeigt hat, als es so losging mit dem Lockdown und Initiativen, weißt du, für alte Leute, die Supermarktzeit dann hinzulegen und andere Leute, die für alte Leute einkaufen. Und ich fand echt vieles in der Gesellschaft solidarisch und was einem gute, wenn man so trennen kann, sozusagen, es gibt das System und es gibt den Mensch. So, wenn ich nur auf den Mensch schaue, habe ich eigentlich total positive Hoffnung für die Zukunft, trotz diesen ganzen merkwürdigen Diskursen. Aber die Leute haben eben auch noch nie so eine extreme Situation erlebt und gleichzeitig die Möglichkeit gehabt, sich so darüber auszutauschen und so viel Fehlinformationen auch zu kriegen, in so viel sogenannte Rabbit Holes zu fallen. Ich glaube, das ist wirklich so eine Zeit, auf die man auch historisch krass zurückblicken wird, so wie, weil der gesellschaftliche Diskurs komplett anders ist als zu jeder anderen Zeit. Sonst haben nicht so viele einzelne Stimmen aus dem Volk mitgeredet bei gesellschaftlichen Diskursen, wie jetzt gerade natürlich so, weil es nie die Plattform gab. Aber abgesehen von diesen ganzen, was irgendwelche extremen Meinungen sind, irgendwie auf den Mensch bezogen, habe ich schon sehr viel Optimismus und auf die Systeme bezogen. So, deshalb verliere ich mich auch so ungern in den Verschwörungstheorien und bin da immer so ein bisschen so schon interessiert, so dass ich weiß, worum es geht. So. Aber dann irgendwann denke ich so, okay, das sind so halbe Fakten, die irgendwie Leute wissen. Manchmal sind es ganze Fakten oder dreiviertel Fakten und den Rest so verbringen die dann ja auch nur damit, diese Gedanken zu zirkulieren und wieder mit Leuten auszutauschen. Irgendwann habe ich so das Gefühl, wenn es zu sehr einem die eigene positive Lebensenergie raubt, irgendwas in seiner eigenen Welt zu verbessern, dann bereichert es mich nicht, irgendeine Verschwörungstheorie zu wissen oder an diesem Diskurs zu partizipieren. Aber ich glaube, jeder handelt das für sich anders. Ich kenne manche Leute, die sind sehr informiert und das schadet denen nicht so, aber ich kenne auch viele Leute, die super abgedriftet sind, weil ich glaube, alles, der Mensch versucht immer zu verstehen und zu ordnen so, und ich glaube, diese Verschwörungstheorien sind so ein bisschen wie, neulich hatte ich so in meinem Kopf so den Vergleich, ist ein bisschen wie Universum verstehen, weißt du, wenn du so einfach mal hochguckst irgendwie und vielleicht noch stoned bist und einfach so ins Universum guckst und denkst, ey, das hört jetzt nie auf, weißt du? Kann man sich nicht vorstellen. Und auch wenn, auf den Tod bezogen, weißt du, weil ich glaube, das Leben ist irgendwie so, hat so eine Zeitspanne und dann denkst du, dann bin ich tot, dann bin ich ja für immer tot. Das geht auch nicht für einen. So, das sind diese Unendlichkeitssachen. Und ich habe das Gefühl, diese Verschwörungstheorien sind eben auch so
irgendwie solche schwarzen Löcher, in die man so reingesogen wird und die gehen immer weiter. So, man wird nie auf irgendeine Lösung kommen, die dich zufriedenstellt oder auf irgendein Ergebnis und du kannst auch, meistens ist das Problem zu groß, um weißt du, mit dem, was du weißt und kannst, da irgendwas zu verändern, glaube ich. Aber ich finde es natürlich trotzdem wichtig, sich über alternative Fakten zu informieren, nur wie die Psyche von den Leuten damit umgeht, ist echt so unterschiedlich. Und ich habe in dieser Zeit sehr viele Extreme. Das Witzigste war, dass mir ein alter Kollege von mir neulich, der ist in Schweden, der ist jetzt gerade im Urlaub in Schweden, hat mir vor ein paar Tagen eine Message geschickt, weil vor ein paar Wochen haben wir uns getroffen und der wollte mir eben schon erzählen, dass das alles eben eine komplette Verarschung ist und Covid hier und da. Und jetzt ist er in Schweden und sagt als Pro-Argument sozusagen, er sagt, hier muss keiner eine Maske tragen und in Restaurants sind keine Hygienevorschriften. Das habe ich ihm auch zurückgeschickt. Ich so, okay, Bro, dann lass uns mal jetzt alle nach Schweden fahren und die anstecken. Und finde ich super, dass jetzt mittlerweile ein Pro-Argument für ein Restaurant ist, wenn keine Hygienevorschriften da sind. Deshalb, ja, ich glaube, man muss echt versuchen, sich so zu balancen. Dieses Jahr hat so viele aus der Bahn geworfen, ne? Weil alle einfach, wenn Normalität wegfällt, ist, glaube ich, die Psyche immer schon super fragil und anfällig. Ja, und auch dieses irgendwie, das Hamsterrad beschützt einen ja auch, ne? Ja. Also, dass man einfach irgendwie immer weitermachen kann und immer was vor sich sieht und nicht das Gefühl hat, okay, jetzt ist erstmal auch zu Ende, jetzt machst du erstmal. Das kannst du jetzt erstmal nicht machen. So. Wie war dein Hamsterrad seit, du hast ja irgendwie mir erzählt, vor ein paar Jahren habt ihr noch in Köln auf der Straße gespielt so und dann ging das ja irgendwie so Schritt für Schritt, dass es auf einmal zu so einer unglaublich super erfolgreichen Karriere wurde und ihr auch vor allem nicht nur so eine erfolgreiche Popband seid, die irgendwie in der Industrie stattfinden, sondern ihr seid eine richtige Liveband mit einer richtigen Fanbase und ihr liebt live spielen. Und wie war das für dich irgendwie jetzt aus diesem Hamsterrad? Du warst ja noch nicht so lange in deinem Hamsterrad jetzt drin, wie ich in meinem. Für mich war es jetzt wirklich gefühlt, ich hätte 25-jähriges Bühnenjubiläum gehabt dieses Jahr, was ausgefallen ist. Das kann man sich nicht vorstellen. Und ich habe wirklich gefühlt noch nie so ein Jahr gehabt, wo ich so wenig zu tun hatte. Ja, ich habe, das hat mich schon erstmal komplett eingenommen, das Thema, und es wurde praktisch nur stressiger dadurch, weil irgendwie dann, ja, man auch viel entscheiden muss in dem Moment, wo man weiß, Konzerte können nicht stattfinden, muss man sich entscheiden, okay, verlegt man die, sagt man die ab, wie plant man und so, und dann sind da natürlich auch irgendwie finanzielle Dinge zu klären, Bezahlungen, und das sind ja auch, dann gibt es irgendwie Versicherungshassel und so. Und als das so ein bisschen vorbei war, war ich halt viel alleine und habe unglaublich viel Musik gemacht. Ja. Das war auch gut, aber ich formuliere das mal so, ich war noch nie so intensiv alleine zu Hause. Also es ist so, auch so wirklich so dieses, ich kann mich auch an diese Tage alleine zu Hause da im März und April viel besser erinnern als an andere Tage alleine zu Hause, weil das irgendwie in diesem größeren Kontext steht und ich... Hast du dich besser kennengelernt in der Zeit? Ja, ich habe mich mal wieder besser kennengelernt. Auf jeden Fall. Ich kannte mich ja auch noch gar nicht in dieser Situation, dass man, oder dass etwas, was mich immer wieder aufrichtet, also dieses Konzerte spielen und mich immer wieder dazu bringt, auch weiterzumachen, dass es einfach weg ist. Und dann habe ich mich, glaube ich, sehr da reingekniet in die andere Sache, die mich irgendwie sehr aufrichtet. Irgendwie Lieder schreiben und
so wie du deine Geschichte, oder so, wir hast mir ja nicht detailliert, ich habe dich ja nicht interviewt an dem Abend, aber so wie ich es mir vorstellen kann, war ja auch, wenn du sagst, also wenn ich mir Straßenmusiker vorstelle, klar ist irgendwie so der Drang dafür, Leute zu spielen, aber irgendwie finde ich es nochmal so eine viel purere und ehrlichere Form als andere Leute, die irgendwie einfach so eine Band sind und irgendwie sich von Studio zu Studio und wie heißt das, Listening Session zu Listening Session so durchspielen. Ich habe irgendwie das Gefühl so, ihr habt diesen Riesenerfolg. Genau auf den habt ihr auch gar nicht hingearbeitet. Du wolltest einfach auch irgendwie einfach Musik machen für Leute und warst eben auch mit 30 Leuten auf der Straße cool, wenn die happy waren. So, also dementsprechend ist ja für dich nochmal so die Jahre Karriere, die du hattest, wahrscheinlich sehr viel auch so überraschend immer gewesen, ne? Oder war so auf, okay, Checklist, alles klar, jetzt habe ich den Echo, das hatte ich mir vorgenommen, jetzt habe ich den, jetzt habe ich die Wuhlheide ausverkauft, hatte ich mir vorgenommen, oder war es wirklich so auf, wow, krass, echt so? Das, also ich glaube, wir hatten schon Ziele, aber viel hat uns überrascht, auf jeden Fall. Also erstmal zum Echo muss ich natürlich sagen. Habt ihr einen? Ich weiß nicht. Wir haben Echos gewonnen. Jetzt kommt ein lustiger Fact. Die hat uns Xavier Naidoo in unserer Abwesenheit verliehen. Ja. In dem Jahr vor diesem Kollegaskandal. Okay. Ja. Und habt ihr noch welche abbekommen? Ja, die stehen irgendwo. Nee, das mit der... mich hat das doch, ja, ich glaube, mich hat das schon erschüttert, dieses nicht mehr spielen zu können. Und wenn du sagst, irgendwie, dieses Straßenmusik-Ding, das ist auch irgendwie ein bisschen, ne, auch nochmal so direkter, als zu sagen, okay, wir probieren einen Plattenvertrag einfach zu kriegen und dann Studio und dann Album und dann Promo und dann guckt man, ob man mal eine Tour spielt und so, sondern zu sagen, wir bieten auch das, was wir machen, ja erstmal an, in der Hoffnung, jemand gibt uns was. Und diese Position, die hat uns irgendwie zu dem gemacht, was wir sind jetzt gerade, dass wir einfach immer Lust hatten, ja, das irgendwie anzubieten, was wir machen und das zu tun, was wir machen und das auch ja, live vor allen Dingen zu machen, dass irgendwie dieses Kernding von uns dieses Live-Ding ist. Und ich finde das immer schwer zu, das ist so schwer zu formulieren, aber ich finde, du kriegst eigentlich nur ein Original, wenn du zum Original gehst und nicht, wenn das Original, also wenn was zu dir kommt. Das heißt, wenn du jetzt ein Auftritt siehst von irgendwie irgendeinem Konzert bei irgendeinem Fernsehsender von irgendeiner tollen Musikerin, dann ist diese Kunst ja zu dir gekommen und es ist einfach kein Original mehr. Okay, so. Ja, und wenn du so aber so, wenn du in der Stadt bist, dann bist du der Gastgeber, die Location ist deine an dem Abend, du lädst die zu dir ein in deine Welt. Exakt, wenn jemand zu dir kommt, so, oder stehen bleibt oder so, dann hast du eigentlich diesen echten, in Anführungsstrichen echten Moment und auch das, was wir eigentlich tun wollen. Also ich finde das cool, ein Album zu machen, aber ich habe natürlich viel mehr Spaß, auch das Album zu spielen, als jetzt einfach nur das Album zu machen und dann hören sich Leute das an, sondern ich will ja auch irgendwie bestimmte Lieder mit Menschen erleben. Ja. Und auch wenn man natürlich schreibt, auch wenn wir natürlich alle irgendwie schreiben für uns und so, man schreibt ja, wenn irgendwie ein Lied tanzbar wird und so, auch in einer schönen Vorstellung, dass das geil sein kann live, muss man ja irgendwie sagen. Ist einfach klar. Und wir haben auch immer viel für live geschrieben und unsere Aufnahmen so gemacht, dass das irgendwie ein bisschen ähnlich wird und so. Ich würde sagen, dieses plötzlich aus diesem Hamsterrad rauszufallen, das tut natürlich in vielen Bereichen gut. Aber ich tue mir immer noch schwer damit, mir ganz viele Sachen einzugestehen. Das merke ich auch so irgendwie, was live angeht, was Konzerte angeht, was Konzerte in anderen Ländern angeht, auch ganz speziell irgendwie.
vor allem, ihr hattet eben so wirklich viel, viel geplant dieses Jahr. Nee, ihr hattet viel gespielt und da waren noch unter anderem überkrasse Sachen dabei, die vielleicht in der Konstellation dann so nicht mehr stattfinden. Das glaube ich, dass man immer ehrlich zu sich sein sollte, dass ja wir haben jetzt irgendwie, wir hätten dieses Jahr in der Trabrennbahn in Hamburg gespielt und weiß ich habe alle Leute total lieb, die oder also ich finde das unglaublich toll, dass wir so ein Ding ausverkaufen. Was ist das, wenn man das aufmacht? Also das kann man ja auch so konfigurieren auf verschiedene. Meinst du jetzt mit Corona oder ohne? Genau, also so wie ihr es eigentlich gespielt hättet, wie viel wäre das gewesen? Ich hätte jetzt gerade 12 gesagt, aber vielleicht unterschätze ich das. Das kann man noch größer machen auf jeden Fall, aber ich glaube irgendwie, es liegt jetzt irgendeine Rockgruppe hat da mal gespielt und dann war da 70 oder so. Wer war das Dingsy, glaube ich? Wie heißt die? Wo Dave Grohl der Drummer ist? Foo Fighters? Foo Fighters, genau, ja. Aber war nicht Dave Grohl der Drummer bei Nirvana? Und bei Ach so, genau, so rum. Da ist er der Frontmann und Gitarrist oder so. Ja, genau. Aber die haben irgendwie da mal 70 hingekriegt und dann war aber auch ein komplettes Verkehrschaos irgendwie stundenlang. Weißt du, war natürlich Stau. Ja, das alle ist ja Bahn. was ich das wir haben mal vor 75.000 gespielt beim Hurricane und kann mir keiner erzählen, dass wenn man sowas einmal gesehen hat oder einmal so eine Bühne gespielt hat, dass man das nicht nochmal möchte. Und das hat natürlich was Gieriges und was Größenwahnsinniges zu sagen, da auf so einer Bühne müssen wir nochmal stehen. Ja. Aber Festivals und große Festivals, ich glaube ja immer daran, dass diese Unterschiedlichkeit zwischen so kleinen Bühnen, irgendwie, ob das jetzt Straße ist oder Club, und irgendwie großen Bühnen, die passen so gut zusammen und das funktioniert auch eigentlich dann immer am besten, weil man hat einfach Bock, wenn man Festivals gespielt hat, wieder nah an Leuten zu sein, und wenn man viel nah an Leuten war, hat man auch wieder Bock, ein bisschen größere Stimmungen zu erzeugen. Ne? Und ich glaube echt so, bei den kleinen Gigs, wenn man sie gut macht, also ich bin noch viel nervöser, ne, bei, wenn 50 Leute da stehen, weil es so nah ist, aber ich glaube, wenn man es dann gut macht und das ein schönes Konzert wird, dann ist das eben richtig gut für die Seele, weil es so richtig Interaktion mit Leuten ist und das andere ist eigentlich pures Ego-Stroken, weißt du, weil letztendlich so, ich höre die nicht, ich sehe die nicht wirklich, also ich höre die nur, weißt du, als Kollektiv, so, aber irgendwie, ich höre mich auch nicht so gut, also je größer die Bühne wird, irgendwie, ich schreie auch irgendwie, ich werde auch lauter irgendwie komischerweise, ich gefällt mir gar nicht so gut eigentlich vor so vielen Leuten. Also ich weiß, dass ich so die Power habe, so, aber wenn ich dann so ein Video da manchmal gucke von diesen großen Festivals, denke ich auch so, ey, nee, irgendwie, nur weil die so viele sind, muss ich die eigentlich gar nicht so anschreien die ganze Zeit. So. Ich habe das Gefühl, das Ego wird so extrem geboostet durch diese Ja, ich muss Menge. Ja zugeben, dass ich auch viel schreie. Ne? Das, ich glaube, was mich so an den ganz großen Bühnen so reizt, ist, dass man so ein emotionaler Pyromane wird, weil man halt irgendwie das alles vor sich so krass anzünden kann und das einfach zum Teil so surreal wird, dass man einfach komplett in diesen Moment fällt. Und wenn ich das, weil es auch nicht mehr diese ähnlich wie auch die Größe des Universums, kann man sich nicht vorstellen, dass da hinten wirklich noch Leute stehen. Hm. Und das finde ich einfach krass. Ne? Hm. Und ja, auch, um auch nochmal zu dieser Trabrennbahn zu kommen, mit dieser Vergänglichkeit, weil klar, schaffen wir das vielleicht, das nochmal auszuverkaufen. Irgendwie die Hamburger und Hamburgerinnen haben uns lieb. Das ist irgendwie voll schön, wir spielen da, wir haben da immer viel Spaß auf den Konzerten. Aber vielleicht sind jetzt ja auch einfach, ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber vielleicht sind jetzt ja auch einfach 4 Jahre keine Konzerte mit über 10.000 Leuten drin. Und vielleicht sind wir eine Band, die in 5 Jahren auch einfach nicht mehr 10.000 Leute interessiert. Und das
dass man bestimmte Dinge nicht einfach wiederholen kann. Das ist irgendwie, glaube ich, auch was, was mir manchmal, tut mir manchmal noch weh. Ja, das glaube ich voll. Ich hatte eben echt weder dieses Jahr noch so einen Stand in meiner Karriere. Weißt du, dass ich jetzt dieses Jahr irgendwie irgendwas verloren hätte, was mir sonst noch nie passiert wäre, aber das ist, finde ich, auch wirklich, oder wer weiß. 25-jähriges Bühnenjubiläum. Ja, doch schon, also, aber ich hatte dann auch wiederum gerade am 19. Dezember letztes Jahr so eine Riesenshow, wo ich die Barclaycard Arena ausverkauft habe zu meinem Geburtstag und so alle Gäste da hatte, ich hätte das gar nicht mehr toppen können jetzt, weißt du, ich hätte eigentlich nur irgendwas Kleines gemacht, was so komplett eher so wie so eine kleine Blockparty gewesen wäre oder so, aber ich kann es mir... eine Stunde unter der Dusche oder so. Genau. Aber ich kann es mir echt vorstellen, dass das irgendwie voll schade an so einem Punkt der Karriere ist. Aber beschäftigt es dich viel? Also wie, weil ich irgendwie von so, ich lese ja gerne irgendwie zwischen den Zeilen von was mir so Leute erzählen und irgendwie vorhin haben wir auch geredet, dass du auch mal gesagt, dass du nicht so komfortabel bist, wenn du so, wenn oder dass man auch so die Scham-Momente manchmal hat, wenn man Leuten neue Songs vorspielt oder nicht Scham, aber das schon, ist, ja, ich finde das unterschiedlich oder interessant, wie sich das bei Künstlern aufteilt, diese Balance, wie groß das Ego ist und die Ambition und in welchen Momenten sie aber einfach diese, das Ego so pusht und einem hilft, weißt du, zum Beispiel, ich kann mir vorstellen, wenn du dann einfach vor 75.000 stehst, wie riesig, aber du bist eben trotzdem super humble und bescheidener Typ und sehr selbstreflektiert, glaube ich, in anderen Situationen und ich finde es interessant, weil manche Künstler zum Beispiel können mir ihre Songs vorspielen und mir dabei so krass ins Gesicht rappen, weißt du, kann einfach so und das so mitmachen und ich bin immer... Ja, bin ich sehr neidisch. Das, also, ja, ne? Das ist mir auch schon oft begegnet, da bin ich sehr neidisch, das schaffe ich nicht, auch dann sozusagen hier... Ich performe das jetzt nochmal für dich. In dem genau, ich spiegel das nochmal irgendwie live wieder, das kann ich nicht. Ich habe natürlich auch den Größenwahnsinn, glaube ich, wie jeder, der alle, die Kunst machen, sind, glaube ich, oder müssen ein bisschen größenwahnsinnig sein, weil man irgendwie denkt, ich mache jetzt hier was absolut Sinnloses, aber das macht schon Sinn. Mhm. Und das, oder was absolut nicht zweckgebunden ist irgendwie. Und dann hattest du den auch schon, bevor so viel Erfolg kam? Also war der auch so der so ein Faktor, der da hingeführt hat, der Größenwahn, dass das immer so in eurer Band wart ihr schon so, ey, und ja, Mann, und dann wir werden die Dudes. Oder hattet ihr so, weil im Rap ist ja immer dieses Healthy Competition-Ding. Ich habe wirklich, ich liebe alle anderen Rapper so, weißt du, mit denen ich aufgewachsen bin, aber ich wollte auch wirklich immer besser sein als die. Und ich wollte, dass die wissen, dass ich weiß, dass die wissen, dass ich besser bin als die. Wie war so dein Ego, was glaub, das angeht? Hattet ihr so andere Bands, wo ihr so sagt, so, okay, diese Revolver halt ficken wir, oder weißt du? Ich glaube, dass man entwickelt unweigerlich Konkurrenzgefühle zu anderen MusikerInnen, aber wir hatten, glaube ich, vor allem diese Konkurrenzgefühle mit den Leuten, mit unseren Freunden, mit unseren den Leuten da in unserem Freundeskreis. Wir haben so einen großen gemeinsamen Freundeskreis, das, wie soll ich sagen, einfach von unserer Musik gut leben zu können. Oh. Dieses, ja, vielleicht schon auch jetzt anständiges Geld einfach zu verdienen, während die anderen noch studieren, das hat uns schon alle immer ziemlich gekitzelt. Ich glaube, da muss man dieses Konkurrenzgefühl schon zugeben. Auch weil man natürlich immer ein bisschen belächelt wird, wenn man Musik macht. Und dann will man es, also crazy, ne? Dass es heute noch so ist eigentlich. So. Ja, auf jeden Fall. Ich finde es aber auch krass, dass dieses Konkurrenzgefühl, ich habe das, das tut einem halt unglaublich schlecht, aber auch gut. So, und ich habe schon, weil ich Leute bewundert habe oder weil ich gut fand, was die gemacht haben, meine Sachen schlecht gefunden. Und das hat mir dann auch einfach ja geholfen, irgendwie Sachen zu machen, die vor allen Dingen erstmal mir so gut gefallen, dass ich mich damit traue, das rauszugeben. Und es ist so, ich kann manchmal unglaublich schlecht einschätzen, wie Leute sich vorstellen, wie Musik entsteht, wie man einfach denkt, das passiert oder so. Und weil ich glaube, das ist ja auch irgendwie bei jedem unterschiedlich. Und bei mir geht das sehr viel in diese Richtung, dass ich eine zentrale Startidee habe und von da führt es immer und immer weiter und dann mache ich irgendwas dazu und ich habe das so ein bisschen, dass
wie soll ich sagen, ja, in der jetzigen Zeit verschieben sich plötzlich alle Prozesse für mich irgendwie und Arbeitsprozesse auch, also genau. Und alles wird immer wieder gedreht und weil es jetzt auch so dezentral gerade ist, also weil die Leute, mit denen du arbeitest oder euer Bandding so nicht, ihr hockt nicht sonst wie sonst irgendwie auf einem Fleck und man muss mehr hin und her schicken und genau, und du hast ja auch gar nicht mehr dieses Ding, dass du zusammen diese Ideen hast am Küchentisch oder beim Fahrradfahren. Wie machst du das, wenn du, weil du kennst das ja eigentlich nur so alleine, die erste Idee haben. Ich glaube, bei mir ist, ich habe ja angefangen, so dieser typische Rapper-Weg, ich brauche immer irgendeinen Beat zum Schreiben. So. Damals hatte ich ja Dynamite Deluxe zwei Produzenten, so. Das heißt, Beats waren irgendwie immer genug da und irgendwann habe ich so einen Punkt erreicht, wo es mich so gelangweilt hat, immer, dass ich nicht meine Stimmung direkte Musik umsetzen kann, sondern was auch immer meine Stimmung ist, ich muss irgendwie jetzt mir 20 Beats hören und gucken, ob irgendeiner von diesen Beats irgendeine von meinen Stimmungen, die ich gerade habe, reflektiert. Ja, und dann habe ich eben angefangen, selber mehr Musik zu machen und einfach zumindest schon mal Skizzen zu bauen und dann daraus ist dann immer mehr auch so der Drang gewachsen oder es wurde dann einfach immer mehr vollere Instrumentale schon, die ich bauen konnte. So. Und ich glaube, dadurch habe ich viel von so Druck verloren, was so Schaffungsprozesse angeht. Also ich habe einen riesen Anspruch an mich selbst teilweise, echt so, weil ich so durchgehend auch aktiv bin und seit mindestens 10 Jahren mich selber aufnehme und produziere und nie irgendwie phasengebunden. Nicht so, das ist jetzt meine Albumphase und dann gehe ich auf Tour. Währenddessen mache ich eben auch immer Musik und wenn ich zurückkomme, mache ich auch wieder Musik. Und deshalb, so, aber trotzdem habe ich manchmal das Gefühl, nach 2-3 Tagen, wenn ich nichts gemacht habe, bin ich schon so auf, oh krass, ich habe ewig nichts gemacht irgendwie so. Und halt mich so im Flow, weil ich dann eben, wenn mir kein Text einfällt, mache ich einen Beat oder was ist so. Und irgendwas kommt immer raus. Und ich finde immer, das Aussuchen, also für mich ist mein härtester Beruf, um erfolgreich noch zu bleiben, ist, dass ich ein guter A&R sein muss für meinen eigenen ganzen Shit, den ich als Künstler mache. So, weil ich verliere zwischendurch komplett den Überblick einfach so, wie viel. Ich habe so viel Karteileichen. So. Ja, das passiert mir auch so viel. Das, aber ich denke auch, ich führe auch keine Listen, weil ich irgendwie auch denke, so Sachen melden sich schon. Wenn die gut sind. Genau, also so, wenn ich irgendeinen Song vor 3 Wochen gemacht habe und jetzt nicht mehr dran gedacht habe, ist vielleicht auch okay, so, dass ich nicht mehr dran gedacht habe. Und wenn er in einer Woche wieder auftaucht, dann hat es auch eine Berechtigung. So. Ich sehe das. Ich glaube, da ist auch wieder der Größenwahnsinn irgendwie wichtig. Mhm. Auch gerade immer, wenn sich so diese Kreativ- und wie sagen wir das? Kreativ- und Arbeitsprozesse, wenn die sich dann die ganze Zeit verändern und das ist echt, was ich an meinem Job oder an unserem Job, an diesem kreativen Leben auch so liebe. Ich hatte so super viele kommerziell fast meine größten Erfolge sehr früh in meiner Karriere, aber habe trotzdem nie irgendwie das so abgestempelt auf, okay, meinen größten Hit habe ich 2001 geschrieben. Ich bin immer noch so, weißt du, also der beste Song, den kann ich immer noch schreiben. So, ich weiß, dass Zeiten sich ändern und geht jetzt gar nicht um Chartposition, aber irgendwie habe auch so angefangen, meine Erfolge so ganz anders zu definieren, so, weil diese Zahlen und so sind alles schön, aber am Ende sind es irgendwie keine realistischen Messwerte für irgendwas, was so pur aus deiner Seele kommt, weißt du, sollte nicht irgendwie nur daran gemessen werden, wie viele Leute es klicken, streamen, kaufen. Und das ist natürlich immer leicht, sich zu sagen, so schwer umzusetzen. Ja, es ist total schön. Gerade bei Streamen hast, finde ich, triffst du auch irgendwie so einen empfindlichen Punkt, weil ich meine, die Algorithmen sind ja auch irgendwie sexistisch und rassistisch und wenn man irgendwie, man merkt ja schon, wie sich das immer mehr daran misst, dann kannst du auch irgendwo Streams kaufen, dann machen halt irgendwelche Leute Geldwäsche mit und bla und so. Und das finde ich auch krass wieder, um nochmal zurückzukommen auf dieses Live-Ding, dass natürlich du immer auch bei Konzerten immer ein bisschen messen konntest, wie echt das ist. Also gibt's das wirklich? Ja. Und ich liebe halt Musik gucken. Ja. Also so, ich finde das voll schön, Musik zu hören, aber auch so zu sehen, wie Leute die machen, das ist unglaublich. Ne? Und das hat für mich auch, ich kann das ähnlich genießen wie Sport. Also, dass irgendwie Leute
krass Basketball, Fußball, Hockey spielen und dann, keine Ahnung, zockt da jemand eine krasse Gitarre. Das begeistert mich irgendwie ähnlich und auch wie das Leute begeistert, das hilft mir auch wieder irgendwie meine eigene Musik irgendwie nochmal ein bisschen besser zu verstehen. Und ich finde das irgendwie ganz sweet, dass du sagst, den eigenen, den inneren A&A, weil wissen Leute, was das heißt? Also genau, A&R heißt Artist und Repertoire und ist ein, der Beruf in der Plattenfirma, der sozusagen am nächsten am Künstler dran ist. Und im Idealfall war es früher ein sehr musikaffiner Mensch, der dir dann als Musiker geholfen hat, irgendwie aus all deinen Demos irgendwie zu sagen, so, wow, das könnte aber wirklich ein Hit sein, obwohl es für dich vielleicht nur irgendein Late-Night-Jam-Session-Ding war und der vielleicht im Idealfall super gute Produzenten kennt und so den den produktiven, kreativen Prozess begleitet. Das ist ein A&R. Und mein innerer A&R hat seit März komplett Urlaub. So, vollkommen krass. Also ich mache die ganze Zeit Musik, aber ich komme nicht auf diesen Flash gerade so, um mein Album zusammenzustellen. Und weißt du, ich bin, hattest du mal drüber nachgedacht, so für andere ein A&R zu sein? Also ja, immer nur so in meinem kleinen Rahmen, wenn es Artists waren, die dann bei mir auf dem Label waren. Und das habe ich irgendwie mein ganzes... meine Philosophie bei Künstleraufbau ist so Blumengießen, weißt du? Ich kein künstlicher Dünger, kein so, ich denke einfach so Blumengießen und das richtige Licht rücken, so damit die gut wachsen können, so. Und alles super organisch. Ich habe irgendwie da so eine sehr unbusinessmäßige Herangehensweise. Also hatte nie so Lust, irgendwie da auf Drill Sergeant und Puff Daddy Leute anzuschreien und weißt du, so mehr von denen zu verlangen, als sie gerade geben wollen. Ich bin irgendwie nicht so jemand, der so Sachen so enforced, weißt du, so im Umfeld. So. Also, ja, eher dir selbst gegenüber wahrscheinlich. Voll, genau, nur mir selbst gegenüber. Voll. Wie ist das bei dir mit dem ganzen Fame-Thema gewesen, so in den letzten Jahren? So, du bist ja dann sehr früh auch mit Anfang 20, ne? So wie ich auch. Sehr großer Medien- Mensch irgendwie dann auch geworden und viele Leute kennen auf einmal deinen Namen, erkennen dich auf der Straße. Wie jetzt sich das, wie hältst du da deine Balance, wenn wir schon viel über Ego und Größenwahn geredet haben, weil ich finde gerade in diesen zwischenmenschlichen Situationen macht es da ja unseren Beruf oft super schwer. Ich hatte oft so das Gefühl, ich kann mit vielen Leuten außerhalb der Kunstwelt nicht mehr so gut Zeit verbringen, weil irgendwie ich mir vorkomme, als wenn ich angebe, wenn ich nur über das rede, was mein ganz normaler Tagesinhalt ist und die Leute, mit denen ich interagiere. So. Und dann habe ich oft Situationen aber gehabt, wo ich mir die ganze Zeit dann von deren scheiß Jobs irgendwie die Geschichten anhören muss, von deren unmotivierten Mitarbeitern. Und man hätte auch über was Geileres reden können, aber ich kann es irgendwie nicht sagen. Weißt du, weil ich habe irgendwie super viel... auch so ein bisschen... Ah, genau, das fiel mir eigentlich auch ein. Du hast nämlich gesagt, du findest... Du traust dich fast nicht mehr auf der Straße einfach Musik zu machen, weil du denkst, es würde so ein bisschen rüberkommen, als wäre das jetzt so ein prätentiöser Move, sei, so, guck mal, ich bin Henning May von Annemai Kantereit und ich stelle mich aber jetzt hier hin, weil ich so gönnerhaft bin und spiele für euch. Hey, schaut mal, ich spiele immer noch auf der Straße. Weißt du? Ja, so. Also, ja, ich habe das, ich habe dir auch erzählt, dass dieses im Ausland Musik machen mir dann immer sehr gut tut, weil das so ein Reality-Check-Flavor hat, weil du dann irgendwie nochmal merkst, okay, vielleicht spiele ich jetzt doch lieber nochmal ein Cover. So, und dann und irgendwie nicht jammen und irgendwie mir was ausdenken und irgendwie so Freestyle-mäßig, sondern ein bisschen 4-5 Leute zum Stehen beim Bringen und dann kann ich jammen. Ich brauche diesen Kick immer noch, draußen auch Musik zu machen. Aber ich habe das natürlich auch einfach an bestimmten Plätzen, wo ich früher schamlos gewesen wäre oder wo wir auch schamlos waren, einfach gerade an so großen, belebten Plätzen, dann einfach zu sagen, hier stellen wir uns jetzt hin, jetzt machen wir hier Musik. Hallo Leute, seht ihr uns alle irgendwie? Weil auch die Stimmung auf diesen Straßenkonzerten heute eine andere ist, als die früher war. Wegen iPhones und... Genau, und genau wegen der gesamten Gesellschaftsstimmung, aber vor allen Dingen wegen Handys. Also weil es dann wesentlich darum geht,
das aufzuzeichnen, kaum noch darum, jetzt zu sagen, das könnte jetzt hier so eine Art Konzert werden. Mhm. Und dann ist das so ein zufälliges Konzert und man hat irgendwie vielleicht sogar noch Chips geholt oder so. Und, wir haben das ja, wir haben praktisch erst einfach sehr viel Straßenmusik in Köln gemacht und dann kannten natürlich auch irgendwie ein paar Leute da unser Gesicht. Und ich glaube, zum ersten Mal habe ich das als hier so richtig so durchgehend irgendwie auch als einschränkend empfunden und dadurch auch irgendwie als unangenehm, als wir unser erstes Album rausgebracht haben 2016, weil wir auch da sehr viel Fernsehen gemacht haben und dann einfach die es gibt so viele Menschen, die einen dann ansprechen, die gar nicht unsere, also die hören gar nicht unsere Musik, aber die haben einfach noch was zu sagen. Und da ich probiere, möglichst auch immer irgendwie, ja, irgendwie respektvoll zu sein, wenn mich jemand anspricht, ist das dann manchmal nicht so leicht, irgendwie alles auch dem wieder zu entkommen und so weiter. Und dann hat mich ja auch einfach dieses, das muss man ja auch sagen, ich glaube, das verschweige ich auch immer gerne, weil ich irgendwie auch nett sein will, aber es weckt natürlich auch Begehrlichkeiten irgendwie bei Leuten. Ich würde sagen, die beste Folge von irgendwie erkannt werden, auch einfach so YouTube-mäßig auch erkannt werden, dass irgendwie Leute halt ein Video kennen, zwei Videos kennen und denken, mein Vorname ist Anne oder so. Das, hey, Anne. Ja, das ist nice. Und ich glaube, dass das Gute ist, dass man, oder dass das, oder für mich war das Gute, dass ich es irgendwie zum Teil in mein Selbstbewusstsein übertragen konnte. Also dass ich bin auch immer wieder einfach Menschen begegnet, die haben mir dann gesagt, ey, ich fand hier dieses Lied gut und deswegen, und das ist so blöd, das klingt, ich habe mir gedacht, ja, ich habe das, genau, weißt du, so, ja. Und so, dass ich so denke, ey. So richtiges Feedback von den Leuten, ja. Du hast das verstanden, was ich damit gemeint habe, und ich finde es ja auch super, wenn irgendwie jemand sagt, ein junger Mann, den ich mal kennengelernt habe, Jonas, hat mal in Rostock gesagt, warum kann man zu eurem Lied 21, 22, 23 tanzen? Eigentlich sollte das eher so eine Ballade sein, weil die Leute sollten bei dem Lied zuhören. Warum habt ihr das zum Tanzlied gemacht? Verstehe ich nicht. Mir ist eine Kritik, bla bla, an dem und dem und warum machst du das so? Und dann konnte ich mich dann mit dem irgendwie drüber unterhalten. Und ich glaube, ähnlich wie Menschen immer ordnen wollen, haben Menschen auch immer das Bedürfnis, sich selbst ein bisschen ernst zu nehmen. Ja. Und dann tut das auch einfach mal gut, wenn jemand das, was man gemacht hat, ernst nimmt. Ja. Und vielleicht auch irgendwie versteht, dass das eine sehr komische Arbeit ist, auch das nach außen zu tragen. Ja. Irgendwie. Und dann immer so, hey Leute, hier bin ich. Wir haben ein paar Lieder geschrieben. So, und das wird wieder traurig. Das ist irgendwie so ein bisschen... Ja, das finde ich eben auch immer interessant, so bei so richtigen Künstlern, denen mehr an der Kunst liegt als an den weißt du, goldenen Nuggets, die man einsammeln kann, finde ich es einfach so interessant, ob sie schaffen, hinzukriegen, ihr Leben so zu leben, dass die positiven Faktoren überwiegen. Und das sind ja von außen betrachtet, ist Fame ja sowas Erstrebenswertes und nur positive Faktoren, obwohl jeder natürlich sagt, oh, das kann ich mir nicht vorstellen, den ganzen Tag angesprochen zu werden. Aber ich finde wirklich die Nuancen von dem, was es psychologisch mit einem macht, weißt du, in jeden Raum zu kommen. Und du weißt, Leute haben eine vorgefertigte Meinung, aber ich kenne keinen. So, ich habe mich so oft gefühlt, also ich finde, man stellt sich so oft dann zurück, wenn man so ein cooler Mensch ist, weißt du so, irgendwie, und dieses ganze Superstar-Ding, was man eigentlich so im Kopf, weißt du, diese Leute, die man auch feiert, so in irgendwelchen so super Rockstars, weißt du, die einfach in jeden Raum kommen und so, yes, hier bin ich, und so, wenn man nicht so ist, so das, dann ist dieses Fame-Ding schon auf jeden Fall die ganze Zeit, finde ich, so ein krasser Balanceakt, so, ne, ich muss erstmal jeden Raum scannen, so, und weißt du. Und ich meine, selbst für Leute wie Juju, die, wenn sie jetzt in eine Kneipe geht, ich bin der festen Überzeugung,
jemand spielt eines ihrer Lieder, sie feiert es einfach ab und geht damit cool um, keine Frage. Aber trotzdem steht die einfach unter massivem psychologischem Druck, weil direkt die ganze Zeit immer diese Aufmerksamkeit auch da ist für sie als Person. Und ich meine, ich versinke halt im Boden, wenn jemand ein Lied von mir spielt, weil ich da bin. Außer, wenn jemand in Köln an Karneval Tommy spielt, so ein Lied für meine Heimatstadt, dann würde ich, glaube ich, mich eher auf die Theke stellen. Dann ist dann so ein kulturelles Statement sozusagen, mehr als dass es jetzt so eine Huldigung deiner Anwesenheit ist, weil das ist ja eben peinlich, weißt du so? Ja, aber es geht ja irgendwie, wenn es so ein bisschen selbstironisch und lustig wird, ist geil, aber wenn man so ist, so, ey, geil, dass der hier ist und dann spielen wir seine Mucke, das macht mich fertig, aber das... Das ist, ich verstehe das manchmal nicht. Ich habe das, mir passiert das auch irgendwie, ja gut, jetzt seit Corona nicht mehr, aber auch mal auf einer Party einfach, dass irgendjemand auch wirklich, weil er mich einfach mag und ich lerne ihn gerade kennen, dann einfach zur Anlage geht und jetzt sagt, Leute, ne, so. Und, super nette Geste, ja, war gemeint. Und ich muss ja auch sagen, das war mir schon immer unangenehm. Also auch als wir irgendwie noch unser Album selber auf Rohlinge gebrannt haben und irgendwie so auf der Straße für, ne, wenn dann irgendwie jemand so ein Rolling hat und dann chillen wir irgendwie, spielen FIFA und dann sitzen da sechs Jungs und er macht diese CD an und ich hab gedacht, das kannst du nicht machen, Alter. Und das, wir singen dann ja auch, oder wir haben dann ja auch irgendwie Lieder, die alle so ein bisschen, ne, Liebe hat was damit zu tun und so, und deswegen ist das irgendwie, ja, und auch dieses sich, wie heißt das nochmal, prätentiös fühlen, ne? Ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen mein verschobenes Ego, dass ich einfach ich habe nicht so Lust, Leute mit, ich bin auch gerne präsent und streite mich gerne, aber ich habe nicht so Lust, einfach erstmal alle Leute zu verdrängen irgendwie. Und erlebt das ja auch irgendwie viel, dass Menschen direkt neben mir nicht mehr beachtet werden. Ja. Und dann, das hat dann auch mal so was Grausames. Genau, voll. Das ist auch so eine, finde ich, diese Schattenseiten, an die man vorher gar nicht denkt. Weißt du, dass deine Anwesenheit einfach anderen Leuten Spotlight raubt oder auch wirklich teilweise, weißt du, selbst man ist mit seiner Freundin irgendwo, jemand kommt und sagt, labert eine halbe Minute mit dir, bevor einfach mal, weißt du, deiner Freundin Hallo sagt. Sonst würde man immer, wenn man auf zwei Personen zugeht, weißt du? Auf jeden Fall. Beiden Personen Hallo, Hallo, und dann wendest du dich an die Person, von der du was willst, aber die sehen die gar nicht so, diese Küsse einfach nur, wow. Ja, und dadurch fühlt man sich dann, glaube ich, immer, oder ich fühle mich dann immer kurz so, als würde ich den Menschen, mit dem ich eigentlich gerade ein Bier trinke, verletzen, weil ich mir denke, yo, irgendwie, hier sitzt doch noch jemand. So, ne? Und ich glaube aber, ich habe auch vor allen Dingen auch immer auch so ein Bedürfnis, einfach ein bisschen auch so mich zu unterhalten. Und ich finde das immer unglaublich schwierig, gute Gespräche zu führen, wenn irgendwie wenn die Augenhöhe so verschoben ist. Und man sagt, ich weiß halt mega viel über dich, du weißt halt gar nichts über mich. So, das fällt mir dann einfach schwerer und ich probiere das irgendwie auszugleichen. Ich merke das auch manchmal, dass ich dann zu viel frage über den anderen oder die andere und so bin da, was machst du dann, was machst du dann, wie machst du das? So. Das, total, bei mir, einer Song, der Musik, um durch den Tag zu kommen, wo ich so 2009, den habe ich rausgebracht und habe darüber geredet, so die Wichtigkeit von vielen Berufen einfach, weißt du, habe so gerade echt so den Basic eigentlich wirklich, das war so die Prognose für die systemrelevanten Themen dieses Jahres, ne? Also die ganzen Berufe habe ich irgendwie in so einem Song erwähnt und das entsprang wirklich aus dieser Zeit, dass ich so vielen, weil da war ich auch noch mehr so unterwegs in Clubs und also irgendwie, weißt du, richtig regelmäßig irgendwie Interaktion mit fremden Menschen gehabt und da war so oft dieses untergeordnete, wow, du bist das, ich mach nur das, und voll oft waren es eben Berufe, wo ich denke so, ey, ich wäre super happy, wenn du mir ein Stück Holz geben würdest und ich könnte daraus einen geilen Tisch bauen. So, ich hab, weiß nicht, ich bin super ein Fan von Skills, weil Skills kannst du nicht Leuten wegnehmen, so Besitz kannst du sofort jemanden wegnehmen, so wenn ich dir jetzt eine Million überweise, musst du direkt 500.000 wieder dem Staat zurückgeben, so genau, weißt du, dann kannst du die und kannst in so vielen Ländern auf einmal mit deinem Wissen was anfangen und das war wirklich so immer der Grundauslöser, warum ich, also so viele von diesen Sachen haben eben dann zu, genau, sind denn so, die Songs sind Resultate sozusagen aus diesen Interaktionen mit Menschen, wo ich so gemerkt habe, so wow, dieses
Fame ist sowas Unnatürliches eigentlich, dass es irgendwie mal so erfunden wurde, ne? So, auch wenn man davon profitiert, so, aber irgendwie, wenn man so Freund vom großen Denken ist so und aufs Gesamtbild denkt, ist es eigentlich nicht wirklich gut. So. Ja, die Extreme macht es immer. Ich glaube, dass die Gesellschaft das so krank überhöht und das so krass attraktiv macht, dass man es irgendwie, dass man es einfach immer komisch. Und eben heute noch mal schlimmer für die ganzen Leute, die nicht wie wir, wo es nicht auf einem Talent basiert, sondern wirklich, die sind einfach nur famous, weil sie famous sind, weil sie es irgendwie einmal geschafft haben, sozusagen in diesen Kreis der Spotlights reinzutreten mit irgendeiner Aktion. So. Und ich habe auch mir das Gefühl, so introvertiert sein wird fast schon so ein bisschen verboten. Also wenn jemand jetzt gar keine sozialen Medien hat und irgendwie nur per Textnachrichten irgendwie was macht, der verschwindet auch irgendwie aus so einem kollektiven Freundesbewusstsein. Und dann hat man irgendwie 10 Jahres Abi-Treffen und keiner weiß mehr, wer das ist. Weil irgendwie der halt nicht gepostet hat, bin gerade in Bangladesch auf einem geilen Trekkingurlaub. So. Und ich finde es auch so, das ist auch noch so eine, sowas dazu, dieses, dass man ja auch als extrovertierter Mensch mal introvertiert ist. Das wird auch komisch, wenn man irgendwie mehr Aufmerksamkeit für sich als Person kriegt, weil ich immer das Gefühl habe, sobald man introvertiert ist, einfach auch gerade drauf, es wirkt man wie ein krass, krass gemeiner Mensch. Wenn man dann so einsilbig ist, okay. Ja, das kann man eigentlich als Kölner introvertiert sein? Ich dachte, Kölner sind alle gesellig und immer offen für... Das stimmt auf jeden Fall. Kommt auch auf das Setting vielleicht an. Ne? So in Köln, so wie du aufgewachsen bist, kann ich mir schon vorstellen, dass du so ein Biergarten und Typ bist, der einfach sehr gesellig ist. Ich halte mich so gerne mit Leuten. Ich glaube, wir haben das alle so kennengelernt, dass auch der Nebentisch zum Tisch gehört. Ja. Aber das... Da hat dann schon auch so der Beruf und der Status natürlich an der Wahrnehmung was geändert einfach. Würde ich schon sagen, ja. Also ich muss auch einfach dann so krank aufpassen, was ich sage manchmal. Weil ich dann ja auch irgendwie mittlerweile gelernt habe, dass irgendwie, ich habe gar keine Lust, mich mit dir zu unterhalten, total verletzend sein kann. So. Und dass man dann vielleicht, man wollte einfach zu einem Menschen sagen, ey, ich möchte jetzt nicht mit dir reden. Ich habe mir, ne, wenn man sich eine Minute Zeit nimmt, geht der Mensch vielleicht ganz anders nach Hause. Das ist irgendwie so. Naja, dann, und was ich aber, das sind jetzt ja auch schon irgendwie 4 Jahre oder so, in denen ich das auch so wirklich auch so wahrnehme, wie ich es jetzt wahrnehme und auch irgendwie ein bisschen mehr bespreche mit Freunden auch und so. Was schon auch so insgesamt nach einfach viel mehr Zeit viel besser wird, ist dieses Wachstum-Wachstum-Ding, dass man irgendwie, das bin ich mittlerweile losgeworden. Also dieses so, es wäre schon besser, wenn alles noch besser und noch größer und noch schneller und noch differenzierter und hier nochmal und jetzt die Anlage und das muss auch noch anders sein und so. Sondern das, ich kriege manchmal, mittlerweile kriege ich manchmal diesen es ist genug Move hin. Es ist genug, es reicht. Wir müssen nicht noch mehr machen. Und ich glaube, das habe ich vor allen Dingen über so Öffentlichkeit gelernt, dass man eine gewisse Öffentlichkeit natürlich auch sich erarbeitet. Und die kommt nicht von irgendwo her. Und dass natürlich die Öffentlichkeit in einem bestimmten, sag ich mal, Bereich auch wieder schwindet, wenn man in einem bestimmten Bereich sich nicht mehr so sehr zeigt. Ja. So wie wenn man einfach zu einer Kampagne, meinst du, beim ersten Album wart ihr sehr TV-präsent. Wenn ihr das danach nicht mehr gemacht habt, dann hast du auch direkt gemerkt, dass... Genau, also und für uns ist danach irgendwie Radio, bei unserem zweiten Album war irgendwie Radio, wir haben auch noch ein paar Fernsehsachen gemacht, aber Radio war eindeutig das attraktivere Element, weil ich will, dass Menschen mich an meiner Stimme erkennen, ne? Aber ich verstehe auch, dass das natürlich bei mir einfach lustig ist, dass ich so jung aussehe,
und eine tiefe Stimme habe. Als ich halt das erste Mal eure Musik gemacht habe, war ich auch so auf, krass, dass jetzt so eine neue Band kommt mit so einem alten Sänger. Und dann so, nee, der ist Anfang 20. So wie. Deswegen, ich brauche auch mein Gesicht für meine Stimme, aber... Ich brauche mein Gesicht für meine Stimme. Das ist so doof. Das ist also das heißt auch so beim Sängen im Studio musst du dir auch so einen Spiegel. So sehe ich aus. Oder Selfie, einfach direkt. Scheiße, wo ist mein Bart, Alter? Hammer. Nee, ich habe, das haben wir vor allem über Staatsmusik, hat sich das ja, das Bedürfnis von Menschen, mir zu sagen, dass ich nicht so aussehe, wie meine Stimme klingt, das war bei irgendwie Straßenmusik machen immer. Ja. Immer flashy, weil Alter und genau, dann immer die gleichen Sätze und so, das muss ich sagen, das war auf jeden Fall die ersten 2 Jahre nur schön, weil du hast so viele komische Momente und hast immer so diesen Überraschungseffekt. Ja. Nee, aber das, ich mag halt dann, habe ich auch gemerkt, diese gesprochenen Formate, auch wenn ich immer noch zu lange Antworten gebe und so, aber das kannst du mehr du sein einfach, ne? Also, ja, genau. Ich kann mir vorstellen, du bist einfach auch so, also bist bestimmt Profi, aber tust dich bestimmt trotzdem irgendwie seelisch schwer, dich in diese anderen Formate zu pressen, wo du jetzt so, weißt du, zwischen irgendwelchen übergrinsenden RTL oder weißt du, Moderatoren und dann hast du deine 3 Sekunden, um irgendeine Frage zu beantworten und dann geht's wieder in den nächsten Trailer und alles ist so, ne? Genau, also du wirst das ja auch kennen, dieses, man hat keinen Bock, sich zu verstellen, aber wenn man jetzt so ganz einfach man selbst ist und so mega, I don't care, das bin ich halt auch nicht. Ich bin nicht I don't care. So, wirkt man auch so fehl am Platz und irgendwie unentertaining und assig einfach. Genau, weil, also ich, I care. Ja. So, und das ist dann, irgendwie schwierig und, man will sich ja nicht anbiedern, man will nicht dumm angeben, aber gleichzeitig will man auch nicht sagen, wir sind vollkommen uninteressant. Hm. So, ne? Und wie ist das innerhalb der Band mit diesem Fame-Faktor? Sind die anderen optisch, weil ich zum Beispiel weiß jetzt nur, wie du aussiehst, die anderen würde ich auf der Straße nicht erkennen. Ist das irgendwas, was bei euch intern auch so irgendwie besprochen wurde oder was ihr einfach gemerkt habt? Zuerst standet ihr immer auf der Straße, Leute sind eh nur an euch vorbeigekommen, kannten euch dann und dann auf einmal ist es irgendwie sind die Medien da und dann... Es gibt bei uns so eine verschiedene Layers von... wie sagt man, so Bekanntheiten. Ja. Also wir haben halt einfach einen großen Freundesbekanntenkreis und so und auch so einen ersten Hörerkreis, der uns diesen Namen gegeben hat an Mike Kantereit. Und dadurch haben wir einfach in Köln, das klingt, ja, also wenn wir irgendwo zu dritt sind, sind wir wie so ein Magnet. Okay, ja. So, und das haben wir in anderen Städten weniger. Ja. Und ich glaube, bei Sevi und Chrissy ist dann nochmal diese andere Sache auch, was für die, wo die auch genau das Gleiche haben wie ich, dieses Namending, dass irgendwie Chrissy kann, dann ruft bei der Versicherung an und sagt, spielen Sie in der Band? Ne? Und dann bei Sevi und Chrissy ist, glaube ich, auch das Ding, dass die immer ein sehr offenes Verhältnis zu mir als Sänger hatten und immer sehr das auch von sich aus gestaltet haben und gesagt haben, so, yo, das ist uns klar, dass du da irgendwie gerade mehr abkriegst und tja, tut uns leid. Nee, aber also, ne, so. Ja, aber ist ja cool, wenn man wir sind damit am Start irgendwie und das was mich ja, also wir sind irgendwie zu dritt als, hier, wie sagt man das, als Firma einfach gleichberechtigt und alle immer auf Augenhöhe und dadurch würde ich sagen, ist so in unserem und auch irgendwie kreativ auf Augenhöhe und wir hatten viel Zeit, das auch zu lernen, dass ich manchmal einfach gesichtsbekannter bin. Ja. Wir stehen am Flughafen und der Polizist fragt Sevi, ob er ein Foto von mir mit ihm macht. Ja. Und wir beide lächeln, weil was soll man dazu sagen? Ja. So, du hast mich hier gerade komplett auseinandergenommen, alles durchsucht und jetzt dürfen wir durch und du willst aber noch ein Foto machen. Und das
Nee, ich glaube, dass wir und dass uns das erspart geblieben ist, diese großen Eifersuchtsgefühle, die auch bei, in so anderen Formationen auftauchen, weil wir eher immer so, wir hatten andere Eifersüchteleien, die das, ja, also die das irgendwie, die das einfach verdrängt haben. Okay, ja. Und ich glaube auch, gute Freundschaften erwachsen auch immer manchmal ein bisschen daraus, dass man auch irgendwie auf einen bestimmten Skill des anderen neidisch ist. Ja, so, und kann jetzt auch blöd gesagt einfach sein, Chrissy ist ein echt ruhiger, abgeklärter Mensch. Silvi ist halt super witzig und ich rede halt mega viel. Ja. Und es ist halt irgendwie, man findet dann auch die Sachen an den anderen gut und versteht auch irgendwann, dass man nie so sein wird, wie der das in seiner eigenen Art macht. Und dann, ja, ich finde es interessant, weil ich habe ja auch eigentlich angefangen in der Band dann mit Dynamite Deluxe und das waren dann ja auch Tropf und Dynamite, zwei Produzenten slash DJ, also Dynamite war DJ und Produzent, Tropf Mixer live und im Studio und Produzent, und nach dem ersten Album war es einfach so, dass ich so gemerkt habe, alles war so auf mich projiziert, so, weil ich auch so ein ich-bezogener Rapper war, obwohl ich in der Band war. Es war ja nicht so, dass wir zusammen irgendwie, wie bei euch, ne, so, wir machen zusammen, jetzt gehen auf die Bühne und singen jetzt irgendwie Songs, ja, sondern stehst du über Liebe, sondern es war, also ich glaube, weißt du, dann bin ich und ich und ich und ich. Dementsprechend war alles auch so, ja, ich-bezogen irgendwie von der Außenwahrnehmung, dass ich danach einfach nicht mehr das Gefühl hatte, dass es sich für mich irgendwie lohnt, in der Band zu sein und so viel, weißt du, Kompromisse einzugehen, wenn ich aber alles, weißt du, tragen muss an was von so öffentlicher Wahrnehmung, und es war eben auch viel, weißt du, so Hate, nicht Hate, aber so ein bisschen so schon noch so Pioniersarbeit, das einfach so sich selbst ausdrücken, weißt du, egal wo ich hinkam, war so auf, hey, du bist ja ganz nett, ich dachte, du bist voll ein Arschloch, nur weil ich einfach immer in Raps gesagt habe irgendwie. Ich habe aber auch das Gefühl, warum hört man das aus? Ich habe das Gefühl, das ist auch so ein Satz, den hören alle Leute, die in irgendeiner Form Musik machen, irgendwann mal diesen Satz, ich dachte, du bist ein Arschloch. Ja, es also war nur so, weil man... Weil eigentlich ist das doch schon so ein... Ja. Also ja, ich meine, also ja, es... Klar, weil man irgendwie auch... Jeder hat ja schon mal irgendeine Interaktion mit irgendeinem berühmten Menschen gehabt und oftmals sind die auch nicht cool, ne? Also, ja, und man ist es auch einfach also geiler zu erzählen und man merkt sich das auch mehr. Genau, also ich muss auch sagen, ich glaube, ich hatte ganz viele nette Situationen mit generell Menschen auf der Straße auch so. Ich muss wirklich ehrlich sagen, irgendwie, keine Ahnung... Mir winkt ein Autofahrer durch, hier, fahr hier durch als Fahrradfahrer, los. Und ich denke mir, oh, das war nett von dir. Mhm. So, würde ich jetzt vielleicht nachher nicht im Kumpel erzählen. Mhm. Wenn der mich aber fast tot fährt und mich anschreit, erzähle ich das auf jeden Fall. So, und das habe ich auch das Gefühl, das macht dann insgesamt auch so. Und ich habe auch das Gefühl, das ist gar nicht so ein Fame-Ding, sondern eher so ein generelles Ding. Auch so in meinem Freundeskreis würde ich das auch beobachten, dass dann irgendwie... Man vielleicht gar nicht jetzt irgendwie seinem Kumpel erzählen wird, ey, unser gemeinsamer Freund Achim, ich hatte letztens voll den schönen Abend mit dem. Sondern es ist irgendwie viel lustiger zu erzählen, ich war letztens mit dem an Trinken und seine Freundin, das ist echt komisch. So, und das sind das dann auch so die Sachen, die man so ein bisschen mehr ausschlachtet, weil es auch so schwer ist, ausschlachten zu können in guten Sachen. Das finde ich ja sogar beim Musikmachen so schwer. Also was Positives auszuschlachten, nämlich ich bin heute Morgen aufgewacht und war glücklich. Aber damit kann ich keinen Song schreiben mit dem Satz. So, und das, man könnte sogar, aber man macht es einfach nicht. Ne? Man denkt irgendwie so, es muss immer aus irgendeinem Struggle oder Pain geboren sein. So diese. Ich finde auch einfach, ich habe viel mehr den Drang zu schreiben, wenn mich was ärgert, wenn ich traurig bin, als in dem Moment, wo ich einfach gerade was genieße oder mir denke, ich bleib stehen, die Jungs da auf die Boys, die spielen überragend Fußball, das ziehe ich mir kurz rein. Ich würde nicht auf die Idee kommen, dann da irgendwie zu schreiben, ey, ein schöner Vormittag. So, sondern man steht da dann da rum und freut sich und dann geht man aber nach Hause und irgendwas ärgert einen und dann hat man noch die Gelegenheit, was zu schreiben und so. Ja. Wie ist das bei dir, wenn du schreibst? Bei mir ist zum Beispiel so, auch wenn mich ein Thema gerade extrem bewegt, ich könnte nie einfach nur anfangen, über das Thema zu schreiben, sondern ich muss irgendwie erstmal den Aufhänger haben, wie ich die Story erzähle oder, weißt du, so den roten Faden, der es für mich interessant macht, überhaupt so eine Art von Song zu schreiben. Also oft ist es eher so das Format, zum Beispiel Weck mich auf, habe ich nicht geschrieben, weil ich den ganzen Tag
immer durch die Stadt gelaufen bin, dachte, oh, Deutschland ist voll rassistisch und so, sondern weil ich irgendwie einen anderen sozialkritischen Song gehört habe und dachte so, ey, ich will auch so einen Song haben, der sowas bei Leuten auslöst, weißt du? Also so das Format war mir sozusagen wichtiger. Ja, genau, also irgendwie so der Aufhänger, warum ich den Song schreibe, war mir wichtiger und dann das Thema fließt dann ein, weil ich fülle ja alles mit mir als Mensch, so, aber irgendwie, ich habe nicht so dieses, okay, jetzt hat mich gerade die und die Frau verlassen, dann schreibe ich den Song darüber, die und die Frau hat mich verlassen, sondern es ist irgendwie, es muss alles immer so der durch einen anderen Winkel kommen. Also kannst du mal so direkt so Alltagssituationen, also wenn es jetzt nicht der schöne Vormittag, aber wenn jetzt irgendwas Struggle-mäßiges passiert, kannst du direkt darüber denn so... Nee, ich brauche da manchmal Jahre für. Also ich glaube, ich habe bestimmte Situationen... Ich habe mit Sevi und ich haben gemeinsam ein Lied geschrieben über zwei Freunde, die gestorben sind. Und dafür haben wir 7 Jahre gebraucht, um das irgendwie an den Start zu kriegen, da mal wirklich ein Lied drüber zu schreiben. Ja. Und das hat dann auch diesen Titel getragen, 7 Jahre, weil ja. Das ist echt schwer irgendwie. Und andere Themen konnte ich direkt verarbeiten. Aber auch, ich meine, auch im Sinne von so, ist es dann eher metaphorisch oder ist es so richtig so? Ich habe wirklich einen Drang auch. Also ich explodiere auch. Und ich habe so ein Lied geschrieben, das heißt Hinter klugen Sätzen. Es fängt so an, ich verstecke mich hinter klugen Sätzen, ziehe Konsequenzen, die gar keine sind. Und ich versetze Freunde, die mich schätzen, die an mich denken, auch wenn ich nicht erreichbar bin. Und das ist ein relativ, also der Text gefällt mir von meinen Texten besser. Und das war so ein Einmal-Ding für mich. Das passiert mir schon, dass dann, ich muss ja zum Glück keine Bücher schreiben und bin zum Glück ja Sänger und muss nicht so viele Strophen schreiben wie du. Deswegen kann ich halt wirklich auch einfach mal in 4 Stunden einen richtig rauspressen, so. Ja. Ich arbeite sehr viel über so, kannst du mir mal irgendeinen Satz sagen? Irgendeinen Satz? Mhm. Henning ist ein super Sänger. Ein bisschen anderen, wo es nicht um mich geht? Das Störbild an der Wand ist extrem bunt. Wenn ich den Satz nehmen würde, dann der würde mir jetzt, weil ich den irgendwie gejammt hätte über Akkorde, hätte der mir irgendwie gut gefallen. Das Störbild an der Wand ist extrem gut. Bunt? Bunt. Dann würde ich jetzt meinetwegen singen, das hätte mir einfach gefallen beim Jam. Das Störbild an der Wand ist extrem bunt. Das Störbild an der Wand ist so groß und rund. Das Störbild an der Wand. So, und dann würde ich probieren, diese verschiedenen Angles als erstes zu sehen und zu sehen, okay, das Störbild an der Wand, irgendwie gefällt mir jetzt meinetwegen dieser Satz, ist extrem bunt. Das heißt, ich habe direkt erstmal im Hinterkopf, okay, Schatten- und Schwarz-Weiß-Metaphern, Störbild, Fernseher. Ja. Und dann würde ich so in meinem Kopf eine Mindmap machen und wenn ich ganz produktiv sein will, auch aufschreiben. Ja. Dann würde ich gucken, okay, in welche Richtung kann das gehen. Mir gefällt das jetzt hier, vielleicht sollte das ein WG, also ein Aufenthalt bei Freunden sein, wo mir was auffällt und ich sitze auf einer Couch und mir fällt das auf und ich beschreibe irgendwie eine Szene. Vielleicht schreibe ich aber auch, wo findet das statt, wo sieht das lyrische Ich irgendwie, das stöbelt an der Wand. Und warum lohnt es sich zu beschreiben, dass es extrem bunt ist, dann muss irgendwie was anderes auch anders sein. Und so würde ich dann vorgehen. Und manchmal habe ich das auch, dass ich einfach direkt ein Konzept habe. Ich habe jetzt ein Lied geschrieben, das irgendwann auch mal rauskommen wird, wo mir das Ende zuerst eingefallen ist. Und das hatte ich vorher noch nie. Das ist ja, also wirklich nur der letzte Satz. Und mich überrascht das auch immer wieder, dass man dann doch irgendwie seine Mechanismen hat, wie man irgendwie sich inspirieren lassen kann und irgendwie zu Liedern kommt.
Und dann trotzdem ist irgendwie manchmal einfach was komplett anders. Ja. So, und dann hast du dann die letzte gehabt und dann sozusagen die vorletzte, und hast du dich zum Anfang gearbeitet, oder hast du die letzte gehabt und dann trotzdem am Anfang wieder angefangen und dann bis zum... Ich habe tatsächlich zurückgearbeitet, ja. Echt zurückgearbeitet. Ich habe aber praktisch immer, das sind immer Dreizeiler oder Vierzeiler, aber dann immer die Einzel gemacht. Mhm. Also wenn man jetzt sagt, man hat 8 Vierzeiler, erst die Nummer 8, ja, dann die Nummer 7, dann die Nummer 6 und so, weil ich wollte, dass diese Übergänge stimmen. Und ich wusste, wenn ich jetzt von vorne anfange, dann setze ich mir einen random Point, der irgendwie zum anderen führen muss, das bringt nichts. Stimmt, ja. Und ich habe halt wirklich echt das Glück, dass ich weniger Text schreiben muss als du. Das fällt mir immer wieder auf, auch weil ich sehr gerne Musik höre, dass dein Genre im Gegensatz zu meinem, ich kann als Pop- oder Pop-Rock Typ. Ich kann rein theoretisch ein Lied schreiben mit einem Satz. Das könntest du vielleicht auch machen, aber jetzt so irgendwie so ABC, ABC einfach wiederholen. Voll, ja. Also irgendwie auch diese Wiederholung ist im Rap ja hat einen viel niedrigeren Stellenwert als im Pop. Und, also jetzt in den letzten Jahren wieder viel durch dieses ganze Trap-Ding, weil da ja oft dann ein Satz super tot geflext wird. Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang. Aber nee, vorher an sich ist sehr wenig, viel weniger repetitiv als Popmusik. Ja. Das interessiert mich noch. Würdest du sagen, dass Rap und Hip-Hop in den letzten 2 Jahren poppiger geworden sind? Ich glaube, es ist graduell in den letzten 10 Jahren bestimmt schon, seitdem eigentlich der Süden von Amerika so extrem viel Einfluss hatte, waren einfach immer mehr melodische Rapper, und irgendwie dieses ganze Autotune-Ding hat natürlich auch viel Schrottmusik teilweise auch hervorgebracht, aber auch natürlich viel geile Sänger, die sonst nie Sänger geworden wären, ne? Also mega Melodietalente, die aber trotzdem sich, glaube ich, ohne Autotune nie so wohl gefühlt hätten, einfach nackt mit ihrer Stimme über Instrumentals zu singen. Und ich glaube schon, es sehr viel melodischer und einfach mehr so dieses neue Rapper, die anfangen, die, für die ist ganz normal, dass die auch singen können. Bei mir war wirklich so in den ersten Jahren so, dass ich extrem kritisiert wurde, weil ich teilweise gesungene, weißt du, meine Refrains gesungen habe. So. Das war irgendwie noch so, Rappen ist cool, Singen ist uncool. So. Da musste man sich ein bisschen entscheiden in der Generation. Das ist jetzt ja gar nicht mehr so. Ja, das stimmt. Das ist mir vorher noch nicht aufgefallen. Aber das stimmt auf jeden Fall. Das ist ja sogar bei mir auch so, dass ich jetzt ja sogar auch so leichte Sprechgesang-Sachen machen kann, ohne dass das irgendwie groß jemand komisch findet. Ja, genau. Aber irgendwie vor 10 Jahren hätte man gesagt, sing doch. Ja. So, was machst du da mit deinem... Ja, das ist schon cool, finde ich, ne? Dass alles so zusammenwächst irgendwie und sich gegenseitig beeinflusst. Wer hat das nochmal gesagt, es wächst zusammen, was zusammengehört? Wer war das? Ein komischer Politiker, oder? Hm. Ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht. Politiker-Zitate habe ich nicht so gut auf dem Schirm meistens. Ja, ich mag ein paar sehr gerne. Ja, wir haben ja auch eine gemeinsame Politikerfreundin, Luise Amtsberg, die war auch bei mir gerade jetzt, diese Woche lief gerade die Sendung, sozusagen jetzt in der Woche, wo wir das aufnehmen, lief gerade die Sendung mit ihr, mein Hochkultur-Podcast, und die hat uns auch quasi connected miteinander. Ja, die, ich habe das übersehen, dass die auch mitgemacht hat. Sie, also ich habe den, was ich von dir gehört habe, ist mit Kool Savas und Larry. Ja, genau. Luise hat auch gemacht. Okay. Ja, genau. Das war genau die Woche nach Larry. Ja. Voll. Also. Ja, die Luise ist klasse. Die, ich finde das verrückt, ne? Irgendwie auch, das ist ja auch wieder ein bisschen das, was du sagst, dass wir beide die kennengelernt haben, dass wir uns über die kennen, ist echt verrückt einfach. Ja, Mann. Ich meine, das ist irgendwie auch ein cooles Zeichen der Zeit, finde ich, dass man Leute kennt, die irgendwie im Bundestag und im Landtag sind und trotzdem einfach coole Menschen sind, mit denen man, weißt du, gerne redet und mit denen man auf Party auch geht. Und ich war mit ihr in Afrika, irgendwie mit Viva Con Agua, im Sudan, in Uganda, und habe einfach auch gesehen, so, die ist überall auch einfach engagiert, und weißt du, ist das, also das ist auch so krass an ihrem Job, so, das ist so 24 Stunden. Ne? So, ja, die ballert durch. So, und dann aber auch dieses Musikinteresse, das finde ich halt echt krass. Ja. Also, dass die auch so ein, ne, so ein Textinteresse hat und so. Man vergisst das, oder ich habe das auf jeden Fall früher nicht so wahrgenommen, dass, muss ich jetzt ganz brutal sagen,
dass PolitikerInnen so ganz normale Menschen sind, ja, die irgendwie auch, keine Ahnung, irgendwie, vielleicht spielt hier irgendwie die sozialpolitische Sprecherin Geige und geht halt gerne Nordic Walken, man weiß es nicht. So, das ist irgendwie, ja, das ist so witzig, obwohl wir selber sozusagen so oft in Situationen sind, wo wir so denken, so, hey, ich bin doch ein ganz normaler Mensch, warum behandelst du mich so, nur weil ich Rapper, Slash, Sänger, was auch immer bin, sind wir dann auch so, und dann treffen wir jemanden aus der Politik und sind so, hä, warum kann ich denn jetzt einen Abend mit der so cool chillen, die ist doch Politikerin, so. Genau das. Das ist eben echt, wo man merkt, so, man, ja. Das ist ja eh so, das finde ich ein ganz komisches Ding, aber es ist wirklich so, ich finde, man fühlt sich immer ein ganz klein bisschen verbunden zu eigentlich jedem, den man kennenlernt. Ich war einfach der irgendwie Sport, Musik, Politik, irgendwas macht, Schauspiel, weil man sich irgendwie denkt, yo, du saßt auch schon mal in der Bahn, hast du gedacht, bitte erkenn mich nicht. Oder du bist auch schon mal und das und dieses und so. Und das finde ich irgendwie immer sweet. Also bist du schon mal zum geheimen Club eingeladen worden oder so? Nee. Nee, noch nicht. Nee. Ich auch nicht. Also. Nee, aber Luisa hat mich mal im Bundestag in die Kantine eingeladen und ich habe da draußen Joint geraucht. Das ist eines der größten Achievements meines Lebens, ist, dass ich auf jeden Fall im deutschen Bundestag, also ist die Outdoor-Kantine, es war im Sommer, dass ich dann da so irgendwie nach dem Essen haben ein leckeres Wiener Schnitzel da gegessen und dann war es so, meinst du, ich kann den Joint rauchen? Sie so, ja, verhaften werden sie dich schon nicht. Ist das geil. Und dann habe ich da. Boah, da bin ich krass. Also sie hat natürlich nicht mitgeraucht, nur um das klarzustellen. Nur um das klarzustellen, ja. Ja, aber naja, das ist schon gut, was einem Connections teilweise möglich machen. Ja, das sind dann auch so krank spezielle Momente, ne? Ja. Weil, wir haben auch mal, kennst du noch den, ich sag den Clubnamen nicht, es gab mal so einen Berliner Club, die hatten dann so eine Tanz in den Mai-Party und da waren, das war irgendwie 2013 oder so. Und wir hatten da irgendwie irgendwelche Connections zu. Und dann haben die uns angefragt, ey, habt ihr Bock, um 6 Uhr nachts zu spielen? Und dann haben wir das gemacht. Und das war einfach das absurd, so ein ganz absurdes Konzert. Und ich habe irgendwie, darum geht's doch eigentlich auch so. Darum geht's doch eigentlich so ein, ja, was rauchen vom Bundestag oder um 6 Uhr morgens ein Konzert spielen und einfach Sachen, mit denen man nicht gerechnet hat. Also. Genau, also das auch so. Das gehört auf jeden Fall dazu. Ja. Es muss irgendwie auch sein. Ja. Das war auf jeden Fall auch das Ding. Als du bei mir vorbeikamst, habe ich auch gedacht, wir hätten uns auf so vielen Veranstaltungen über den Weg laufen können. Mhm. Ne? Aber es ist auch gut, wenn es so ist. Ja. Und das finde ich ja, das finde ich auch immer wieder schön, jetzt, um so auf den ganzen Anfang zurückzukommen vom Gespräch, dass dadurch, dass die Leute in unserer Branche, sag ich mal, nicht mehr auftreten, sind die alle in ihren Städten und lernen sich kennen. Stimmt, ja. Und das ist auch irgendwie geil. Und ich bin halt, auch wenn ich immer so ein bisschen düstere Meinungen habe, zu wie es jetzt weitergeht, dass es wird halt auch richtig, werden richtig viele schöne Sachen kommen. Ja, also es werden so viele Leute so gute Filme drehen, abgesehen jetzt von den ganzen Leuten, die einfach so gute Sachen machen und das jetzt irgendwie Ärzte oder Hundetrainer sind. Vor allem die Hundetrainer. Genau, vor allem die muss man herausheben in dieser Zeit. Wo wir schon bei diesen politischen Themen waren, du bist ja auch irgendwie auf Instagram sehr viel, oder ich weiß nicht, ob der andere Facebook auch jetzt nutzt, ich bin nicht auf Facebook so aktiv, Facebook nicht, aber, aber auf Insta sehe ich eben, dass du wirklich viel, also bei der Black Lives Matter Sache hast du hast du coole Statements gemacht, du hast viel auch, als es letztes Jahr Fridays for Future, also du hast misch dich quasi positiv aus meiner Sicht in gesellschaftliche Diskurse ein, aber kassierst schon auch mal so einen Shitstorm irgendwie zwischendurch oder sowas, was man so nennen würde heute, aber hast auch irgendwie, finde ich, so eine super
ehrliche Art, mit Sachen umzugehen, dass es bei dir nicht wie Shitstorms wirkt und du auch so ein bisschen uncancelbar scheinst, weil du irgendwie schon jetzt so ein paar Sachen hattest, wo sich einzelne Leute oder Gruppierungen mal aufgeregt haben. Und du gibst denen dann aber auch immer das Sprachrohr. Also gerade wenn Leute dann irgendwie schlaue Sachen zu dem sagen, was du gesagt hast und da irgendwie Reaktionen machen, dann gibst du denen auch die Plattform auf deiner Riesenplattform. Du hast ja Hunderttausende von Follower, dass du dann Statements von denen auch repostest, wo sie vielleicht auch, weißt du, dich belehren über irgendwas oder ihre Sicht sagen. Und ich finde es ganz interessant, wie du diesen Diskurs handelst. Wie musstest du das lernen oder ist es so ganz normal, dass so Social Media so eine Extension einfach ist von dem, wie du als Mensch bist und so würdest du es privat auch handeln und dann kannst du einfach so, weil ich finde, dadurch, dass es ja eben nicht face-to-face ist, belastet es einen ja oft emotional anders, ne? Also die 100 Likes und oder 100 Liebeskommentare überliest man, der eine schlechte Kommentar geht einen irgendwie, nagt an einem und dann aber gerade, wenn man so richtig tief reingeht und so sagt dann, okay, aber ich sag jetzt nochmal was, also ich habe was gesagt, das hat zu irgendeiner Reaktion geführt, jetzt sag ich nochmal was und dann sogar, wenn ihr noch was dazu sagt, gebe ich euch auch noch die Plattform und poste irgendwas von euch über mich oder zu dem Thema, das ist ja schon so sehr sehr viel Zeit, die du dann da reinsteckst und sehr viel Seele irgendwie auch und auch so aus, ich glaube, die Frage wäre so ein bisschen, aus was entspringt es? Eher aus diesem, ich will verstanden werden und das verletzt mich denn, wenn jetzt so viele Leute irgendwas in den falschen Hals bekommen haben oder aus Aufklärungsbedarf, weil du einfach denkst, ey, das Thema ist wichtig und es ist wichtig, dass ich jetzt differenziert dazu mich äußere. Oder was ganz anderes. Das ist eine gute Frage, ja, wo entspringt das? Ich muss natürlich erstmal sagen, dass ich auch einfach unglaublich viel Unterstützung von Leuten bekommen habe, die ich jetzt noch nicht persönlich kennenlernen durfte, einfach übers Internet, die mir auch sehr differenziert irgendwie auch meine Fehler erklärt haben und mir auch andere Perspektiven ermöglicht haben. Und ich glaube, es ist schon bei mir mein Social-Media-Auftritt so ein bisschen einfach eine Verlängerung, weil ich das irgendwie eher spontan handle und jetzt nicht Wochen plane, was ich posten werde. Ich habe immer so ein bisschen dieses Ding, ich bin wütend, auch oft einfach. Und besonders wenn ich wütend bin, poste ich auch was, weil ich dann irgendwie, das muss dann auch mal raus irgendwie. Und ich bin ja kein Journalist und auch kein, sehr, sehr meinungsorientiert, was ich mache. Gerade deshalb, weil du eben kein Journalist bist, könntest du ja auch sagen, so okay, und wenn ich jetzt sage, das, was ich mitbekommen habe, zum Beispiel war mit dem ACAB-Ding, du hattest gesagt, dass du dieses Statement All Cops are Bastards einfach nicht gut findest, dass du dir klar ist, dass es schlechte Polizisten gibt und dass es irgendwie in verschiedenen Bereichen, sowohl in Amerika natürlich eindeutig als auch in Deutschland, irgendwie da ein Problemsystem intern gibt, so, was vielleicht nicht ernst genug genommen geworden wird, aber dass dir diese Pauschalisierung trotzdem zu platt ist. Das sind auch so Sachen, ich habe das in Interviews seit Jahren, habe ich gesagt, ey, ich bin Kiffer und Graffiti-Writer und trotzdem sage ich nicht, all cops are bastards, weil es genauso ist, wie alle Schwarzen sind oder alle Weißen sind oder so, dass ich finde einfach all ist, weißt du, sobald irgendwas mit all anfängt, kann es einfach kein richtiger Satz sein und ich fand es interessant, dass dieser Satz in den letzten Jahren so groß geworden ist bei Leuten, die sich einfach eigentlich sonst so differenziert, weißt du, also ich finde, man kann nicht sagen, no Nazis oder fuck Nazis und all cops are bastards, weil das genau das Gleiche ist, du bist ein Nazi, sobald du sagst, eine Gruppe ist komplett homogen so, nur weil einzelne Personen dieser Gruppe so. Genau, ich habe, für mich war diese Formulierung, ich habe dann wahrscheinlich auch einfach ein bisschen zu gut in Geschichte aufgepasst und das irgendwie zu ernst genommen,
dass halt irgendwie die Kirche sagt, okay, nur Männer sind eigentlich, geben die den Familiennamen weiter und sind was wert. Und wenn jemand außerhalb der Ehe ein Kind zeugt, dann muss halt ein Junge sein. Es gibt ja keine Weib-Bastardin, gibt es jetzt ja nicht. Ne? Es muss halt ein Junge sein. Also ist erstmal schon komplett sexistisch, dieses Wort. Und irgendwie anti-emanzipatorisch, dass man sagt, okay, es wird jetzt hier irgendwie Blutschande begangen und du bist kein richtiges Kind. Und dann haben das halt die Nazis die ganze Zeit benutzt, um ihre Rassentheorie zu pushen. Und dadurch ist das für mich so ähnlich, das Wort Bastard ist für mich so ähnlich wie jedem das Seine oder Arbeit macht frei. Das sind für mich so, die sind so krass Nazi-befleckt. Und da hat mir einfach die Perspektive gefehlt, für die Menschen, die von Rassismus betroffen sind, die irgendwie so eine Formulierung als das äußerste Mittel auch irgendwie sehen und sagen, das wende ich an, auch diese Verallgemeinerung, weil mich hört sonst niemand mehr. Und ich habe mich irgendwie bemüht, da auch zu reflektieren, wie ich wo gehandelt habe und so. Und ich wollte natürlich damit auch nicht ablenken von halt dieser Diskussion, die ich ja auch gerne führen wollte. Also und worauf ich eigentlich aufmerksam machen wollte, irgendwie auf diese rechten Strukturen in unserer Polizei, die immer wieder dafür sorgen, dass die klaren Kriminalitätsstatistiken gepusht werden und bla, und die irgendwelche Daten weiterreichen und Ermittlungen verlangsamen und irgendwas verschleiern und was nicht alles so. Und ich hab halt einfach Bock auch auf Social Media, wie soll ich sagen, da auch meinen eigenen Weg ganz öffentlich zu gehen, dass ich auch irgendwie lerne und auch Fehler mache, aber auch Bock habe, zu Sachen was zu sagen und auch eigentlich immer mal wieder probiere, vielleicht auch, wie sagt man das? Ich finde das immer blöd, meine Reichweite zur Verfügung stellen, so, aber wenn man das so sagt, aber es ist irgendwie, so ist es ja, irgendwie. Ich, ne? Ich, genau so, also ich genau, auch ich, wenn ich mit Leuten über dich irgendwie geredet habe in letzter Zeit, war auch mal so, ich finde es krass, dass du einfach, weißt du, weil ich kann mir auch vorstellen, eure Demografie, die ihr anspricht, sind bestimmt auch sehr viele junge Leute, weißt du, so sehr viele deutsche Leute, sehr viele, weißt du, so Mädels vielleicht auch, so, ich finde so, irgendwie, es sind einfach gute Messages, die sonst vielleicht in deren Welt gar nicht so ankommen würden. Also jede Welt braucht ja so ihre Ambassadors für Wahrheiten. Und ich finde das wirklich super differenziert und cool, wie du es machst. Also das ist irgendwie, du sagst deine Meinung, aber wie gesagt, dass du dich denn dem Diskurs dann stellst und alleine dieses, ich finde es auch gut, Fehler zu machen. Oder ich weiß, wenn ich einen Fehler mache und mich jemand darauf hinweist, dann nehme ich das auch an oder setze dich damit auseinander, so ob es ein Fehler war. Und ich finde das irgendwie ein interessanter Lernprozess, weil ich glaube, wenn alle das Internet so nutzen würden, dann wäre es ja okay, weil das ja auch wirklich Diskurs ja in der Menschheit wichtig ist. Aber ja, heute ist fast so scheint, dass die gleichen Leute, die irgendwie sagen, irgendwie irgendwelche Länder, jetzt arabischen Länder, wo keine Meinungsfreiheit ist, weißt du, das ist derbe unzivilisiert für die, aber eigentlich wollen die auch nicht, dass irgendjemand hier eine andere Meinung hat als die. Also die wollen, jeder will auch in seinem eigenen Recht heute irgend so ein islamischer Diktator sein oder so. Ja, das nimmt halt einfach zu, ne? Und ich habe das auch bei mir schon erlebt, dass ich einfach selber bei irgendeiner Meinung plötzlich so bin, nee, da habe ich einfach recht, das musst du mir jetzt einfach mal glauben. So, und das ist auf jeden Fall ein großer Teil meines Egos, dass ich gerne irgendwas lernen würde und mich auch verändern würde. Also ich verändere mich gerne und will auch irgendwie, also nicht jetzt so dieses, oh, ich würde gerne ein besserer Mensch werden, so, aber da geht es auch irgendwie um Skills wieder. Ich hätte gerne Skills, um, ja, ob das jetzt antirassistisch oder rassismuskritisch oder irgendwie den Sexismus in mir meinetwegen einfach zu verstehen und auch zu bekämpfen, dafür brauche ich Skills. Und das will ich auch irgendwie, da habe ich mir irgendwie selber auch so egomäßig, so in Anführungsstrichen, das Ziel gesteckt, das nicht einfach nur immer nur für mich zu machen und zu sagen, okay, jetzt habe ich hier das gelesen,
ich probiere jetzt mal irgendwie öfter mal zu gendern, weil ich das schon irgendwie verstehe. So ein bisschen. Auch wenn ich jetzt da vielleicht nicht am akademischen Diskurs teilnehmen kann, weil ich das irgendwie, weil mir das dann manchmal zu hoch und zu da gibt es dann, da weiß ich dann nicht, welchen Stimme ich wirklich vertrauen kann, aber es gibt ja schon so ein paar Sachen, die mittlerweile klar sind und das ist ja auch, ich finde es immer wieder krass, also ich habe das Wort irgendwie transsexuell, das habe ich auf jeden Fall mit, ich weiß nicht, ob ich das mit irgendwie 17 schon kannte, das Wort, oder, also es klingt jetzt so, aber und das gibt es irgendwie in vielen Bereichen, also auch irgendwie divers zu sagen oder das geht alles irgendwie noch weiter und ich glaube, wenn man jetzt gerade in dieser sehr komischen Zeit die Möglichkeit hat, auch seine Meinung irgendwie in der Öffentlichkeit zu äußern, kann man diese ganzen Prozesse voll mitgehen. Und es wird immer, gerade für irgendwie mich als White Boy, ist es ja irgendwie unweigerlich noch eine lange Reise der Reflexion so insgesamt und auch des Zurückschauens und Verstehens. So, ne? Ja, aber mittlerweile auch teilweise so eine verwirrte Zeit, dass man auch, wenn man ganz genau hinguckt und derbe analysiert, auch nicht mehr genau weiß manchmal, was man falsch gemacht hat. Ne? Was zum Beispiel, hast du einen Song auf Farsi gespielt, also ein persischen Song, ne? Genau, wir haben den gecovert von Kamaz Aslani Agayirus, genau. Genau, und da haben sich Leute aufgeregt und gesagt, das ist Cultural Appropriation, was heißt für die Leute, die es nicht checken, kulturelle Aneignung, was heutzutage sehr in einem sehr, ja, so einen sehr bitteren Beigeschmack auf dem Mund hinterlässt, aber ich fand so, bei manchen Sachen frage ich mich dann einfach, okay, wo fängt's an, wo hört's auf? Und dann habe ich neulich einen TED-Talk über das Thema gesehen und da hat ein Mann sehr gut erklärt den Unterschied zwischen Cultural Appropriation und Cultural Appreciation, nämlich der Wertschätzung einer Kultur. Weil wenn wir jetzt sagen, so, du hast nur Blutrecht sozusagen, das zu machen, was dir jetzt als deutscher weißen Mann zusteht, so, dann ist dein Radius eben extrem beschränkt. Was und wofür entscheide ich mich denn? Weil ich bin jetzt zwei Sachen. So, aber darf ich denn jetzt als Halbafrikaner, der, weißt du, eigentlich keine Roots in Amerika hat, dürfte ich jetzt Rap machen? Weil das ist ja eigentlich was erst passiert ist, als Afrikaner, als Sklaven in Amerika ankam und sich da entwickelt hat. Und wo fängt man an und hört man auf? Ne? Und ich finde, was ganz wichtig ist, ist einfach denn in Leuten zu sehen, haben die das Potenzial, überhaupt appreciative zu sein, weißt du? So manche Leute nehmen sich einfach nur irgendwas und machen dann, weiß nicht, wie viel deutsche News-Moderatoren haben schon mal irgendeinen peinlichen Rap gemacht, weißt du, wo ich einfach dachte, so unabhängig von Hautfarben, ich fühle mich einfach gekränkt, dass ihr meine krasse Kunstform so benutzt, um jetzt so einen peinlichen Rap zu machen. Und dementsprechend so, weißt du, ich glaube, da muss einfach jeder irgendwie so ein Feingefühl für sich entwickeln. Erstmal, was will er darstellen, zu welchen Themen will man was sagen, wo, in welche Diskurse will man sich einmischen, wo fühlt man sich selbst wohl. Aber dann finde ich, sobald man sich wohlfühlt und das für sich geklärt hat, muss man irgendwie auch dann darauf klarkommen. Wie war das für dich? Was waren das für Leute, die dich kritisiert haben, als du einen Song auf Farsi gespielt hast? Waren es persische Leute? Oder waren es überkorrekte deutsche Leute, die einfach jetzt nur aufpassen, dass keiner irgendwas macht? Es waren ein paar überkorrekte Deutsche, aber auch zwei Stimmen, die ich irgendwie sehr ernst genommen habe, weil irgendwie ich das, was die geschrieben haben, ich konnte das, Dankeschön, ich konnte das irgendwie nachvollziehen und ich habe dadurch auch was Wichtiges gelernt, also auch wenn ich da wirklich einfach mit guter Absicht gehandelt habe und einfach nur ein Lied auf Farsi lernen wollte, obwohl ich kein Farsi spreche, um irgendwie ja dieses Lied zu singen, weil ich das Lied so krass finde und ich dachte, das ist schön, wenn das Leute hören können. Was ich da gelernt habe, ist, ich war sofort krass offended, als sie mir gesagt hat, ey, das ist Cultural Appropriation. Mhm. Ich war richtig offended. Ich habe gedacht, Alter, das kann nicht dein Ernst sein. Ich habe Wochen geübt, Mann. Und dieses, dass man einfach aufpassen muss, nicht sofort angegriffen zu sein, wenn jemand einem sagt, du hast hier gerade was falsch gemacht und das ist irgendwie so. Oder gerade auch, wenn jemand sagt, das war jetzt irgendwie
rassistisch. Oder? Aber gab es irgendeinen Kritikpunkt, der für dich so ein valider Punkt war, wo du so gesagt hast, okay, alles klar, das ist ein Song, wo eure Vorfahren darüber gesungen haben, dass weiße Männer sie töten. Und jetzt bin ich der weiße Mann, der den Song singt, weil keine Ahnung, gibt ja manchmal ist, so einen Song. Das ist, dass ich von meinem philosophischen oder von meinem moralischen Verständnis von der ganzen Situation natürlich eigentlich sage, die kulturellen Bedingungen für die Interpretation von Kultur, die sollten Leute festlegen, die dieser Kultur angehören. Und deswegen habe ich da erstmal keine Stimme. Und deswegen, wenn die mir sagt, das darfst du so nicht machen, hat sie erstmal einfach nur recht. Ohne ein Argument. Gab es irgendeinen Kritikpunkt? Sie hat gesagt, der okay, dich überzeugt oder hat, die, abgesehen davon. Die besonders kluge Stimme hat gesagt, dass viele denken könnten, dieses Lied wäre von mir. Weil sie fand, ich habe nur einmal gesagt, von wem das Lied ist und wie es heißt, dass das nicht genug wäre. Man muss dazu sagen, wir haben dieses Lied in einer Spendenaktion, obwohl wir das gar nicht eigentlich veröffentlicht hatten, per Dropbox-Link einfach für alle Leute zur Verfügung gestellt, haben ein bisschen erklärt, wie wir das gemacht haben und gesagt, jeder kann sich das jetzt hier runterladen und sich anhören. Wir sammeln Spenden für. Und ich fand halt den Punkt valide, dass sie sagt, okay, du hast nicht genug Sensibilität walten lassen. Und den fand ich erstmal valide, weil ich das nicht einschätzen kann, weil ich diese Stimme nicht habe. Und wenn sie dann sagt, du hast hier gerade nicht, bist nicht sensibel damit umgegangen, weil das Lied hat für folgende Menschen diese Bedeutung, für folgende Menschen diese Bedeutung. Und dann bin ich natürlich auch erstmal beeindruckt, wenn mir denn jemand schreibt, ich habe das gerade meinen Eltern vorgespielt und die finden das ganz schrecklich. Und ich finde, okay. Wow, und dann hat sich das natürlich auch einfach gemischt mit vielen Stimmen aus dem Iran, aber auch aus Deutschland irgendwie, die zu der Kultur gehören und sagen, klasse. Und auch irgendwie ein paar Leute, die einfach ich kenne als Freunde, sagen, ich habe geweint. Wie schön ist das? Dankeschön. Und ich bin, ja, das ist verwirrend. Wie das, also, weil dann steht sich dieses, das ist ganz falsch und das ist ganz richtig in so einem Kontrast gegenüber. Und dann bleibt einem ja nur noch auf sein eigenes Ding zu hören, ne? Also ja, und dann, ich verstehe halt, dass jemand es ganz schrecklich findet, wenn irgendwie in einem ganz traurigen Liebeslied, wenn jetzt ein ganz trauriges Liebeslied wird von einer deutschen Band gecovert und das hat irgendwie eine bestimmte Bedeutung, vielleicht auch für mehr als nur ein paar Menschen und dann schreiben da Leute drunter, ey, das hört sich nach geilem Urlaub an. Und man ist irgendwie so, yo, das geht irgendwie nicht, ne, so. Und dann ist die Rezeption von dem, also was ich mache, für mich ja kaum kontrollierbar. Und trotzdem kann ich immer wieder nur sagen, wo mir vielleicht mal die Sensibilität fehlt, werde ich probieren, das irgendwie, auch wenn das manchmal nicht mehr geht, nachträglich auszugleichen und mir da Mühe zu geben, Sachen zu verstehen. Und, ja, voll. Ich finde es auch einfach nur interessant zu verstehen, einfach nur aus der Sicht raus, weil das wird dir ja auch oft genug passiert sein. Wie oft hast du irgendwie Leute gesehen, die eure Songs einfach spielen im Internet, weißt du? Also ich habe zum Beispiel so oft weiße Leute gesehen, die Superheld von mir spielen, weißt du, was irgendwie aus der Sicht, weißt du, irgendwie, also es kann natürlich auch einen weißen Vater geben, der ein schwarzes Kind hat, so, aber an sich finde ich es eben witzig. Also mich hat es immer krass gefreut, weißt du, also für mich war das immer genau der Punkt, so, wow, dann habe ich es richtig geschafft, weil wenn einfach nur schwarze Leute, für den ich den Song als Empowerment geschrieben habe, nur die es feiern, so, dann, weißt du, dann ist es auch so sehr, dann das exklusiv für die, aber sobald da irgendwie, ich sehe irgendwie, da sind besoffene Kids irgendwie in Kiel und spielen da auf der Gitarre und, weißt du, laden das dann auf Instagram hoch und sind drei weiße Jungs, die das Lied so voll inbrünstig singen, finde ich super schön irgendwie, weil ich denke so, das macht dann ja das, was ich der Kultur beigefügt habe, noch mehr, also setzt ihm noch mehr den Stempel drauf, dass es wirklich für die Kultur ist und nicht nur für eine Gruppe von Leuten. So. Und, ja, ich finde, man geht ganz raus eigentlich. Ja. Also jetzt so ein Lied von uns ausgehen, wurde im ZDF-Fernsehgarten mal wieder von so einer Schlagerband gespielt, in so einer ganz anderen Version. Und dann schickt mir das irgendwie ein Kumpel, den YouTube-Link, und wir lachen uns eine ab. Und ich denke mir, ey, ist okay. Ist cool, ne? Also ich war früher ganz anders drauf und war irgendwie total angegriffen und es hat mich total verletzt, wenn dann irgendwie der Remix von irgendwem, obwohl Remix ein schlechtes Beispiel ist, aber ich habe das Ding, ich bin immer krass angepisst, hat mich auch bis heute, wenn jemand mit meiner Idee Geld verdient und dann verklage ich den. Also das muss ich ehrlich sagen, wenn irgendwie, wir hatten das ein paar Mal, dass so Ballermann-DJs
einfach Remixe von uns gemacht haben, dann bestimmte Zeilen, zum Beispiel Tut mir leid, Pocahontas, auf ein T-Shirt gedruckt haben, das dann alles verkauft haben, Auftritte und so weiter, und uns dann aber nicht auf die GEMA-Listen schreiben. Und also wenn man einen Satz, den ich mir ausdenke, auf ein T-Shirt schreibt, muss man mich bezahlen. Und da bin ich irgendwie immer noch sickig, aber ansonsten habe ich da, glaube ich, einfach bin ich lockerer geworden. Insgesamt auch. Also ich habe auch nicht mehr so krass das Bedürfnis, über andere Musik zu sagen, dass sie schlecht ist. Das hatte ich früher viel mehr. Also so, ich habe das immer noch, das besonders, also ich habe das vor allen Dingen bei Leuten, die ich gut finde, wenn die dann was machen, was mir nicht so gut gefällt, dann habe ich ein großes Bedürfnis. Auch in der Öffentlichkeit das zu sagen oder nur jetzt in deinem Freundeskreis, nee, so diese Diskussion? Genau, das aus dieses Bedürfnis in der Öffentlichkeit zu sagen, ich finde das und das schlecht, auf Musik bezogen, das ist, würde ich sagen, insgesamt bei mir krass gesunken. Aber so im Freundeskreis ist das noch immer da, wenn dann irgendwie ein britischer, ein bestimmter britischer Sänger, der mal in der Band gespielt hat, die ich sehr mag, irgendwie ein neues Album rausbringt und ich finde das fürchterlich, dann muss ich das teilen mit jemandem. Ja klar, darum geht es ja auch als Musikfan, ne, um diesen Diskurs, sich irgendwie auch genau, ich sag, so ey, den Kunstkritiker-Diskurs einfach so. Ja, der singt ja gar nicht mehr und irgendwie alle Songs sind 5 Minuten lang und haben mega viel zu erzählen und so, und das ich brauche das auch, um für mich selber immer wieder rauszufinden, was ich gerne machen würde. Und das, aber das habe ich ein bisschen besser hingekriegt, das auch immer mehr dadurch zu finden, Gutes über Leute zu sagen und Gutes an den Sachen zu finden. Weil ich glaube, ich habe mich früher sehr viel auch gefunden durch Abgrenzung und finde mich heute eher durch Zuordnung. Also total, ja. Ich glaube, es ist auch ein ganz wichtiger Prozess als Jugendlicher, irgendwie, bevor man in so ein Mainstream-Normalo-Konsens reinrutscht, weißt du, so sich lieber abzugrenzen. Und so, ich habe wirklich auch, als ich Rap gefunden habe, erstmal alle meine Musik, Gesangsmusik, komplett weggestellt. So Michael Jackson höre ich nicht mehr, das ist jetzt voll wack. So, und dann irgendwann so, okay, das ist einfach albern, diese Scheuklappen. Und dann muss man sie wieder ablegen. Aber ich glaube, eine Zeit lang helfen sie einem schon auch sehr, seine Mission durchzuziehen. Auf jeden Fall. Ich hatte das ganz krass mit Pop, weil irgendwie, als wir am Anfang, als man uns die ganze Zeit immer, oh, ihr macht ja mega den Pop, da konnte ich irgendwie keinen Pop mehr hören, weil mich das dann so, das hat mich wahnsinnig gemacht dann irgendwie. Und mittlerweile ist das nicht mehr so der verbreitete Vorwurf uns gegenüber oder wird mir so oft gespiegelt von Menschen. Und jetzt kann ich wieder vollkommen ungestört irgendwie Adele und Lana Del Rey hören und so. Oh, ich finde auch, was du sagtest zu dem Lobthema und weniger das Bedürfnis haben zu kritisieren, als ich dieses ganze Hochkultur-Album am Schreiben war und auch so mir so, du kennst das ja, man nimmt sich so ein Wort und dann füllt man es immer mehr mit Inhalten. Natürlich heißt es zuerst, was es heißt, so, und dann habe ich aber auch irgendwie das so gedacht, so, okay, Hochkultur ist natürlich auf Hip-Hop bezogen, so komplett, weißt du, wir waren so die ungewollteste Subkultur und beeinflussen mittlerweile alles auf der ganzen Welt von, weißt du, Politik, Medien, yes, Mode, so dementsprechend, weißt du, ja, so, alleine der Aufstieg, aber irgendwann war ich auch so bei Lobkultur angelangt, weißt du, weil das ist auch irgendwas, was, und auch wieder mit Hochkultur, so zu Leuten aufschauen, ist super wichtig, um zu wachsen, so, wenn du die ganze Zeit auf Leute runterschaust, wie willst du wachsen, du kriegst einfach nur einen Buckel, ne, und ich glaube, das ist auch irgendwas, was in dieser Zeit gerade, wo man so viel, wenn nicht Zuspruch, zumindest Aufmerksamkeit kriegt durch jeden negativen Kommentar und alles, was man, weißt du, so negativ in die Welt raushalt, resoniert ja immer viel mehr. Ja, das ist ja der Algorithmus aller sozialen Medien, dass man sagt, Inhalte, die emotionalisieren, wo Leute unterschiedliche Meinungen zu haben und sie wahrscheinlich auch zu streiten werden, die sind einfach viraler vom, das bedingt der Algorithmus. Und dann irgendwie, es wird sich immer mehr gestritten und wenn sich irgendwo gestritten wird, wird das auch immer mehr Menschen angezeigt, die sich dann auch noch damit mitstreiten wollen und so. Ich glaube, es trifft genau in die Kerbe, was du sagst. Ja. Ich glaube, da muss man auf jeden Fall so, wenn nicht irgendwie das System ändern, zumindest irgendwie alternative Plattformen und so aufbauen, wo Medien und also das ist ja auch was genau, glaube ich, durch diese Podcast-Welt gerade entsteht. So dass, also zumindest bei mir, weißt du, ich nehme mir dann auch nicht die vermeintlich provokanteste Zeile, die du gesagt hast, raus und sagt dann so auf, ja, und Henning entschuldigt sich für seinen Farsi-Fauxpas, weißt du, sondern so, ich sag einfach, ey, wir hatten ein geiles Gespräch, hört rein, wenn ihr wollt, und ich finde, das ist auch immer, wie man es verpackt, so viele Medien haben sich eben auf diesen niedrigen gemeinsamen Nenner eingelassen, dass sie einfach, selbst wenn es ein gutes Interview war, dann trotzdem die Headline sich so ekelhaft liest, wie so eine Bildschlagzeile, dass man irgendwie einfach, ich diese ganzen Medienanstalten einfach irgendwann nicht mehr traue. Ja, es ist ja auch für dich irgendwie, ich weiß nicht, wie du das hinkriegst, aber
was du ja sehr gut machst, ist nicht so journalistische Suggestivfragen machen, dass man irgendwie immer das Gefühl hat, man wird jetzt hier gerade an den Abgrund gedrängt. Mhm. Ne? Und das machst du natürlich auch einfach dadurch, dass du bist. Und ich natürlich ähnlich wie auch Leute irgendwie zu mir oder ich zu anderen, ja, so. Mhm. Man entwickelt ja auch kurzfristig Vertrauen zu Menschen, weil man irgendwie sagt, ja, wenn ich jetzt hier irgendwie aus Versehen den Namen einer Ex-Freundin sage, dann wird ihr das schon nachher rausschneiden und mich jetzt nicht irgendwie, ne? Und ich habe das, dieses, wie heißt das nochmal, Clickbait, ne? Ja. Diesen Clickbait-Gedanken, ich nehme das als sehr bedrohlich wahr, weil ja, ich auch das Gefühl habe, dadurch können einfach die negativen Stimmen viel lauter werden, als das die positiven je sein können. Und dann kommt eine junge Band und dann irgendwie, keine Ahnung, hat er irgendwie, der Leadsänger hat ein Problem mit Männlichkeit und dann prügelt er sich. Und dann ist die Band für immer, weil das ist halt einfach für immer der Google-Artikel, der als ganz oben angezeigt wird irgendwie. Und du hast ja dann auch in der Öffentlichkeit nicht mehr das Recht, vergessen zu werden. Das bleibt einfach für immer da. Ja. Und ich weiß nicht, wie das weitergeht. Aber dieses andere Medium, ich finde das mit der Podcast-Bubble ganz schön. Das würde ich auch sagen, dass ich das so wahrnehme. Also, dass da irgendwie sich was tut und dass auch das irgendwie zu einem neuen Medium einer sehr großen Bubble wird. Das nehme ich auch so wahr. Ich glaube, irgendwie ist einfach so eine Zeit, wie es sich reguliert. Weißt du, wenn du auch überlegst, ich bin noch aufgewachsen, irgendwie meine Eltern haben im Auto geraucht, weißt du so, und drin, und ich saß im Flugzeug, da wurde geraucht, im Kino wurde geraucht. Jetzt ist das so komplett undenkbar. Und ich glaube einfach, diese Art, mit Sachen umzugehen, es gibt so viele junge Leute jetzt, die nie dran denken würden zu rauchen, die sich viel gesünder ernähren als alle möglichen Leute voriger Generation. Also eine viel höhere Quote, glaube ich, von Leuten, die vegan, vegetarisch oder irgendwie generell körperbewusst leben. Und ich glaube, dass mit dieser Mental Health wird jetzt einfach das nächste Thema, weil so viele Leute gerade darunter leiden, darunter, wie barbarisch wir miteinander kommunizieren über diese neuen Wege durch Social Media. Und ich glaube, da wird es in den nächsten 10 Jahren einfach so viele Studien geben. Gibt ja jetzt schon ein paar geile Netflix-Dokus richtig über so Reha-Kliniken für, ne, einfach wirklich handyabhängige Leute und so. Es ist wirklich ein krasses Thema, weil alles richtig gemacht wurde im Sinne von, es ist eben alles so konzipiert, dass es auf unsere Psyche und auf unsere größten Schwächen und auf unsere größten Mangel konzipiert ist. Dementsprechend, ne, fallen wir da alle in diese Muster, egal wie schlau wir sind. Und mir hat das total geholfen, meine Bildschirmzeit immer genau im Auge zu behalten, weil ich bin arbeitssüchtig und dann traut man sich auch manchmal dann zu viel und macht dann zu viel und kommt dann doch nicht mehr hinterher und dann kommt alles durcheinander und dann klebt man irgendwie 30 Stunden in der Woche am Handy. Und, das ist eine krasse Zeit, ne, wenn man sich überlegt. Dann so. Das ist ein voller Job irgendwie. Ne? Und dann, als ich dann, ich hatte relativ lange kein Smartphone, ich glaube so bis 2017 oder so. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt bin ich einfach die letzte doofe Nase hier, ich mach's jetzt auch. Und dann habe ich mir auch hart gegeben und irgendwie probiert, alles möglichst gut zu checken. Und es ist halt manchmal einfach total bereichernd, muss ich sagen. Ich finde das immer noch flashy, dass wenn ich mit irgendwem irgendwo sitze und mein Handy hat das WLAN-Passwort schon und ich mache Bluetooth an, dann, ne? Und dann kann ich einfach das Passwort teilen. Wie geil ist das? So, und echt cool. Auch irgendwie, wie schnell mittlerweile Daten übertragen werden, das flasht mich einfach, weil ich habe vor 10 Jahren mal stundenlang darauf gewartet, dass irgendwie 500 Megabyte übertragen werden und jetzt macht's Klick. Ne? Und trotzdem, ich habe es auch bei mir festgestellt, wie ich süchtig werde nach, keine Ahnung, wie ich dann halt, ich meine das wirklich ernst, man geht irgendwie schlafen. Und dann, warum muss man dann noch irgendwie Gmail oder WhatsApp checken? Ja. Warum muss man nach dem Zähneputzen irgendwie nochmal... Ich habe mein Handy schon angeschlossen, es liegt schon irgendwie da zum Laden und es
Ja. Das hat so was Magnetives. Ja, Curiosity kills the cat, sagt man auf Englisch. Weißt du, so die Neugier tötet die Katze. So. Und das ist wirklich das Ding, so, weil du willst einfach immer, sobald da steht, so geh nicht rein, so, dann willst du da reingehen. Weißt du? Und du weißt, da wird jetzt nichts mehr passieren um 11 Uhr abends oder so, weißt du? Was in deinem Gmail-Account großartig ist. Aber irgendwie denkt man, und dieses FOMO-Ding natürlich, ne? Fear of missing out. So. Auf jeden Fall. Das ist natürlich wahrscheinlich der krasseste Trigger-Point, der für alle Menschen funktioniert. Einfach. Und alles hat sich ja dann auch digital irgendwie verlagert. Also ich bin zum Glück nicht in so vielen Gruppen, ich kann das nicht so gut leiden, also in so Chatgruppen, aber ich bin irgendwie in ein paar, und das ist ja auch dann das Ding, dann hat man sich jetzt irgendwie lange nicht mehr in so einer Gruppe gesehen, aber probiert das über so eine Chatgruppe so ein bisschen aufrecht zu erhalten. Ja. Und dann hast du irgendwie 3 Tage nicht reingeguckt, andere Welt. Ja. Also ne, klar gibt's dann irgendwie mal, kannst du wieder reindroppen und so, aber ist ja einfach so, dass unsere gemeinsamen Räume sich auch irgendwie immer mehr ins Digitale verlegen. Also ich muss sagen, ich habe das nicht mehr aufgehört nach dem richtigen Lockdown, auch ab und zu einfach mit Freunden zu zoomen oder irgendwie, ne, Skype, WhatsApp, was alles gibt, weil wir uns einfach dann auch alle gedacht haben, jo, wir unterbrechen schon wieder eine Infektionskette, chillig irgendwie. Und wenn wir jetzt noch abends, normalerweise würden wir jetzt irgendwie da und da sitzen und irgendwie dumm eine Dose trinken und rauchen, und das wäre eh nur eine halbe Stunde gewesen, machen wir kurz so. Ja, und dann chillen alle direkt zu Hause, und man macht es vielleicht auch erst um 12:30, weil man dann auch direkt danach schlafen kann. Ja. Irgendwie. Ist ja auch lustig, halt irgendwie sich um 12 Uhr noch irgendwie zu verabreden. Ne? Ja. Ja, man, crazy. Ich finde das da so eine komische Spannung, weil du weißt, du brauchst deine Freunde, und die helfen dir auch überleben und so, und das macht dich glücklich. Und deswegen musst du auch diese sozialen Medien zum Teil bedienen und diese Textnachrichten und diese Runde und WhatsApp und bla. Aber auf der anderen Seite tut dir das auch alles wieder nicht gut irgendwie und zieht dich, eigentlich willst du dich zu weit reinziehen. Ja. Man muss mitschwimmen, aber man darf nicht rausgezogen werden, und das ist irgendwie verrückt. Ja, das ist echt so alles. Ich habe gestern irgendwie, bin ich hier durch die Stadt gefahren, und dann ist so ein Krankenwagen an mir vorbeigefahren, und das war so laut, dass ich es überlegt habe, so okay, nur damit die diese eine Person jetzt retten, so wie viele Leuten geben die einen Tinnitus, weißt du, so, was ist jetzt wirklich so die Ratio von wie viel Gutes macht ihr, so, weißt du, vielleicht sollte man einfach nur noch verachtend auf Pflegepersonal gucken. Oder zumindest auf diese furchtbaren Krankenwagenfahrer. Ich muss sagen, ich glaube, die haben die Verachtung schon seitens der Politik viel gespürt. Auf jeden Fall. Das ist schon richtig gut abgegangen. Ich bin mal in einen Krankenwagen reingefahren. Nein. Sonntagabends immer war ich im Studio bei mir auf dem Land in der Kunstwerkstatt und wollte nur einmal kurz nach Hamburg rein, um indisches Essen zu holen bei so einem Inder auf dem Kiez. Genau. Und dann haben sie dich direkt eingeladen und sind... Nee, eben nicht. Ey. Ich habe da wirklich... mein Auto ist explodiert quasi. Dieser Krankenwagen stand einfach noch so da. Also war mitten auf der größten Kreuzung auf der Reeperbahn, genau da, wo Fastfood-Ding ist, wo auch immer die Damen davor stehen, die Liebe für Geld verkaufen und so. Und ich bin wirklich einfach auf dieser Kreuzung, diesem Krankenwagen reingefahren, hatte einen Touareg damals, und meine komplette Schnauze vom Auto war einfach weg. Also das Auto war irgendwie so, hatte nur noch eine Windschutzscheibe und davor irgendwie, und dieser Krankenwagen stand einfach da so. Da war so eine kleine Beule, als hätte da vielleicht jemand mit dem Fahrrad gestreift. Und es war einfach wirklich so, von einem Moment auf den anderen war irgendwie mein Auto weg und total Schaden. Und ich bin da ausgestiegen und dann in den Krankenwagen auch gleich eingestiegen, einfach nur so, um jetzt erstmal von der Straße weg zu sein. Diese Damen, die da auch vor dem Fastfood-Laden, das war so, Sammy Deluxe hat gerade einen Unfall. Und ich war so viel zu prominent, auch das Ganze. Scheiße. Auf jeden Fall. Ich habe echt jedes Mal, wenn ein Krankenwagen so fährt auf der Straße, ich habe so kurz so ein, weißt du, so nicht die crazy Trauma, so, aber so schon, dass ich so merke, so, ich werde gerade unruhiger und irgendwas Schlimmes könnte passieren. So, aber. Auf jeden Fall. Ja. Ey, wir sind ja auch irgendwie so viel auf Straßen. Also das letzte richtig heftige irgendwie, da hat uns so ein schlechter Runner geholt, um uns irgendwo hinzufahren. Und ist dann praktisch vom Parkplatz los und direkt in ein Auto reingefahren. Hat dann einfach zurückgesetzt und ist weitergefahren. Und dann wir drei so, Alter, was geht? Also so, ein parkendes Auto war das? Genau, Entschuldigung, ja. Und dann fahr zurück, Mann, wir müssen jetzt hier stehen bleiben, wir müssen den Polizei rufen, was geht bei dir? So, ne? Und dann, hat ja niemand gesehen, und wir waren so, Alter, was geht ab bei dir? Dann sind wir halt zurückgefahren, haben uns dann dahin gestellt. Wir waren natürlich alle so ein bisschen geschockt, es war irgendwie 10:30, und habe ich so Rums gemacht, ne? Und er setzt einfach zurück und fährt weiter. Und dann war halt gegenüber ein Tortenladen.
Und die gesamte Belegschaft hat uns dann erkannt und kam raus mit einer Torte, ist kein Witz. Okay. Und wir standen praktisch hinter diesem Auto, das komplett geschrottet war, vor dem anderen Auto, was auch irgendwie total damaged war. Und dann kommen halt plötzlich mega viele Menschen mit Kuchen. Und wirklich, ich war nur so, was ist denn los? Yeah. Es kann nicht sein. Geil. Und es ist auch so, diese Verkehrssituation, da muss ich auch wirklich sagen, da werde ich zunehmend empfindlich. Also auch so, was ein Krankenwagen ist, Feuerwehrwagen, Polizeiwagen. Ich habe irgendwie zweimal gesehen, wie ein Polizeiwagen aus Versehen einen Unfall baut und halt voll in so einen Pöller reinfährt, weil in Köln sind überall Pöller. Ja. Und manchmal wissen das die Leute in dem Polizeiauto nicht, wollen irgendwo langfahren und dann macht es einfach nur Boom. Okay. So, ne? Und, aber damit hattest du jetzt nichts zu tun, der war jetzt nicht abgelenkt von dir, der Polizist. Nee, überhaupt nicht. Das sieht man, das passiert einfach manchmal. Krass. Und manchmal passiert das irgendwie beim Rückwärts irgendwie ausparken. Ja, in dem Fall kann man dann natürlich doch unterschreiben, all cops are bastards. Und man kann unterschreiben, dass du ein verdammt gutes Leben hast, wenn du Unfälle baust, dein Fahrerflucht begehen will, du für dein gutes Karma sagst, nein, wir fahren zurück und dann direkt Kuchen und Torten kriegst auf jeden Fall. Das stimmt auf jeden Fall, das ist eigentlich Hammer, wichtig. Mann. Sehr schön, ey. Also da ich habe auch manchmal einfach Glück, das muss ich auch sagen. Ich habe wirklich einfach oft Glück, das muss ich eingestehen. Ich auch, Digga, ich habe auch viel zu viel Glück schon gehabt, ey. Knock on wood. Macht man das? Voll. Hast du Salz? Kippt man sich das über die Schulter? Nee, ne? Ich kann dir gerne Salz über die Schulter kippen, auf jeden Fall. Ja, Mann, ey, vielen Dank für das coole Gespräch, ey, richtig gut. Ich hoffe, dass sich die Welt bald wieder ändert und ihr sowohl auf Straßen als auch auf den größten Bühnen, die euch möglich sind, national, Dankeschön. International, eure Kunst machen könnt. Ich muss dir gleich unbedingt, wenn die Kameras ausgehen, noch einen Beat vorspielen, den ich vor ein paar Jahren für Curse gemacht habe, den er leider nicht voll gerappt habe, wo ich dich gesampelt habe. So. Das machen wir gleich. So. Vielleicht hören die Leute ihn dann irgendwann anders mal in irgendeinem anderen Kontext. So. Vielen Dank für die Einladung. Das war sehr schön. Sehr schön. Henning May von Annemai Kantereit, meine Damen und Herren. Bis nächstes Mal. Hochkultur. Peace out. Mega gut.